1,21 Gigawatt. Hey Gott, was? Was zum Teufel ist ein Gigawatt? Voll, die Presse, voll, Presse. Voll, Presse. So, howdy ho und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres allseits beliebten Medien- und Presse-Podcasts. Voll in die Presse. Heute ist für uns ein besonderer Tag, zumindest für mich, denn wir steigen heute ganz offiziell in die Season 3 ein. Könnte man sich gar nicht vorstellen, dass wir das so lange durchhalten, aber vielleicht kann man sich auch einfach nicht vorstellen, dass ihr das da draußen so lange durchhaltet. Und weil das so ein freudiges Ereignis ist, haben wir hier uns heute zum einen wieder im Beefhole, wie man es auch nennt, versammelt. Und damit begrüße ich ganz herzlich den heutigen Gastgeber der Herzen, Beef Rogers. Hallöchen. Und natürlich auch den Herrn Sommer, der seitdem wir ins Warme gezogen sind, so unser eigentlich Mr. Harmony geworden ist. Das ganze grumpy old ass face ist weg. Und er sitzt hier, strahlt vor sich hin, ist gut gelaunt. Hallo Sommer. Hello again. Und heute ohne Katzenhaarallergie, der gute Herr Prollo Ferrari, das muss man vielleicht auch noch auflösen, der hatte eine ziemliche Sickfresse nach der letzten Sendung, weil hier die ganze Zeit die Katze aus der Nachbarschaft rumrannte. Ich hatte eigentlich nichts, das muss immer so aussehen. Ach so, ja, aber das sah so komisch aus und diese Tropfen da aus der Nase und so. Ja, aber, gut. Ja. Gott sei und Dank weil heute sozusagen der dritte Teil dieser Ära voll in die Presse losgeht, haben wir uns überlegt, wir machen eine spezielle Spezialsendung, in der es um Trilogien gehen soll. Wir alle sind im Nebenberuf Filmfans und mögen es gerne, auch Filme, Serien, alles Mögliche zu gucken. Und als Aufhänger haben wir dann gedacht, wir sprechen heute mal so ein paar Trilogien an. Und wen könnte man da nicht besser einladen als unseren Filmpapst und allseits beliebten Benanza-Autoren Hank Frank Schrader. Hallo Hank, mein Lieber. Gute. Ich habe dir, weil du jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Sendung bist und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, habe ich dir was mitgebracht. Ich muss gestehen, ich habe es selber eben im Zug geschenkt bekommen, aber vielleicht kannst du kurz vorlesen, was da drauf steht. Ja, perfekt. Ich bin begeistert und gerührt gleichzeitig. Also wir haben ein goldenes, kleines, ich darf den Markennamen ruhig sagen, es gibt auch noch ganz viele andere, Rittersport-Schokolädchen, gesponsert von der Deutschen Bahn, wo Lieblingsgast und Goldschatz draufsteht. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich da noch irgendwie drauf reagieren soll jetzt hier. Direkt am Anfang schon wird hier ein Riesendruck aufgebaut auf mich. Ja, du könntest in Tränen ausbrechen und was weiß ich, aber du kannst es auch sein lassen. Ist und es einfach auf. Ja, genau. Wir kriegen nichts. Nee, ist aber schon schlecht. Und einfach sagen, das ist hier so der Standard, ne? Andere schenken irgendwelche Tassen oder sonst was. Bei uns wirst du halt rundum verwöhnt. Und das gilt wahrscheinlich auch fürs Bier. Der liebe Herr Beef wollte eben schon die Kannen aufreißen. Ich will ihn nicht noch länger hier vertrösten. Doch, das kann ich tun. Ich hatte nur gerade überlegt, wir könnten ja auch so einen Merchandise-Shop mal irgendwie jetzt mal andenken. Mit Bechern, mit Anstecknadeln, dann auch für besondere Jubiläen oder sowas. Ja, haben wir ja eigentlich. Das Geile ist, wir haben ja sogar ein Merchandise-T-Shirt bei Amazon online. Wer das googelt, findet das auch. Wurde dreimal verkauft. Einmal an den Prollo, also einmal an den Sommer und einmal an mich. Ja, ist ein echter Bestseller. Ja, auch dort eine Trilogie. Also, da gibt es doch noch Potenzial. Das kostet nur 15 Euro. Ihr könnt da echt einfach mal zuschlagen. Das ist gut investiertes Geld. Ach, du kannst alles tragen. Ach. Ja, also Trilogien. Wisst ihr eigentlich, wo das Wort herkommt? Trilogie, vielleicht mal als Einstieg. Wer kann Griechisch? Trillus, die Trillerpfeife. Ich habe jetzt gedacht, so als kleine Einordnung, was Trilogien sind, ganz generell, habe ich mal die offizielle, also ich kann natürlich kein Griechisch, aber ich habe Wikipedia und da habe ich mal die offizielle Definition aus der Wikipedia gezogen. Eine Trilogie ist ein inhaltlich zusammengehörendes literarisches, musikalisches oder filmisches Werk, Betonung liegt auf filmisch, welches aus drei Teilen besteht. Die Einzelwerke einer Trilogie haben zwar einen gemeinsamen Rahmen, sind jedoch gleichzeitig selbstständig und in sich abgeschlossen. Also das ist so ein bisschen
der Gedanke Trilogie, das könnte man über unsere Podcast-Serie auch sagen. Jede Folge ist so ein bisschen in sich abgeschlossen. Aber seitdem du das letzte Mal da warst, Henk, haben wir sehr, sehr dieses Wort des Selbstreferenziellen lieben gelernt, weil du das hier eingeführt hast. Das kannte ich gar nicht. Immer schön, man muss immer schön selbstreferenziell sein, also auf sich selber verweisen und frühere Folgen, damit die dann auch noch gehört werden. Und insofern ist das vielleicht immer so der überlappende Rahmen. Und ja, so. Ich habe auch Wikipedia. Okay, wenn du Wikipedia hast, du Schlauvogel, dann sag doch mal was. Wie heißt denn ein Vierteiler? Ja, das ist eine Quadrologie natürlich. Eine Quadrologie, bist du dir ganz sicher? Nein. Ich kenne nur den Audi Quattro. Was heißt denn? Ja, komm, ich kann selber hier gut rumscheißern, weil ich es mir eben ausgedruckt habe. Das ist eine Tetralogie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Griechischen Tetrapack, vielleicht, keine Ahnung. Das heißt vier. Ach, das andere wäre ja lateinisch gewesen. So. Und der Fünfteiler Pentalogie, Sechsteiler Hexalogie und so weiter. Heptalogie. Geil, oder? Was ich alles weiß. Haben wir letzten Abend damit rum, dass wir bis 230 hochzählen? Ich würde sagen, 230 nicht, aber ich mache noch mal hier auch einen Begriff, den man schnell mit was Medizinischem verwechseln kann, die Oktologie, nicht zu verwechseln mit Onkologie. Oder Proktologie. Das hatte ich jetzt auch im Kopf. Oder Prolologie. Ja, dir, ne? Sicher. Wie willst du, wobei du Proktologie eigentlich nicht im Kopf hast, aber egal. Ja. Wie willst du nicht die Zeit nutzen? Archäologe ist das. Solange der Ben referiert, das Bier schon mal aus. Ja, ich könnte ja mal anfangen hier mit dem Bier. Dann müsste ich nur ganz kurz mal vorstellen, was wir trinken. Also wir hatten das letztes Mal ja schon, dass wir das von dieser regionalen oder lokalen Brauerei, Ale Mania. Und da habe ich jetzt noch eins. Das nennt sich Bonkers 2.0. Bonkers ist vielleicht in der englischen Übersetzung, kann vielleicht unser geschätzter Herr Prollo Ferrari was dazu sagen. Ja, so in Richtung bekloppt geht das, denke ich mal. Ja, aber ich bin gespannt. 2.0, genau. Also aber war das jetzt Bier oder war da von Apfelsaft eben die Rede? Nee, das ist Bier. Okay, ich also dachte. Steht Bier drauf, ist dann Bier. Dann war drin. Das ein Scherz hat eben man ja auch mit dem gegorenen Apfelsaft. Mal schenkt euch doch mal so ein bisschen hin und her und. Herrlich. Ich mache mal hier die Flaschen auf, dann ist das alles, dann kann man doch mal da irgendwie. Ja, ich beschreibe mal die Flasche. Die hat sowas irgendwie, sowas erinnert mich irgendwie hier an Waldorfschule mit diesen Farben. Eurythmie, bunte Tücher übereinander gewedelt. Also müssen wir gleich definitiv ein Foto von machen. Und Braunglas. Und dummerweise nur 2.0, nicht 3.0. Ja, wir trinken uns hoch. Letztes Mal waren wir noch beim GSM-Standard. Jetzt sind wir schon Web 2.0. Was bietet denn Ale Mania das nächste Mal? Das ist ja dann Generation Z. Ist das nicht eigentlich so, dass man erst den Sponsorenvertrag klar macht und dann das Zeug anpreist? Wir haben das, glaube ich, falsch aufgezogen. Wir machen das komplett falsch. Ja. Irgendwie biedern uns jetzt schon an. Ich komme mir vor wie ein Tenet, da läuft auch alles rückwärts. Danke. Sozusagen. Ja, genau. So habt ihr alle? Ja. Jo. Danke sehr. Nee, danke. Wir trinken das hier aus Original Leff. Blanc-Gläsern, auch sehr schön. Sieht ja, aber anderen, aus wie Apfelsaft. Die anderen Gläser waren alle schmutzig. Ja, also, ja alles cool. Sowohl Männer auf die dritte Season. Genau. Die Trilogie kann beginnen. Oh, Hätchen Bunkers. Da werfe ich jetzt die Schokolade rein direkt. Ja. Ach. Ich habe das vorhin gesehen und dachte, na, heute haben wir doch wirklich hier unseren Lieblingsgast. Großartig. Da. Und ich weiß gar nicht, will sich einer vorwagen? Wir haben ja gesagt Trilogien und wollten schon lange, wie gesagt, diese Filmfolge machen und nutzen das jetzt einfach ganz schäbig aus, um das heute hier einzustreuen. Ich hatte eben noch gesagt, dass es nicht zwingend die Lieblingstrilogie sein muss. Ich weiß nicht, hat einer von euch denn seine absolute Lieblingstrilogie? Also ich habe auf jeden Fall einen meiner Favoriten dabei, aber ich fände es auch ganz witzig, wenn wir mit einem kleinen Quiz einsteigen würden, um mal den Geist anzukurbeln. Ja. Der sammelt Flusen. Der hat den Quiz nicht verstanden, weil du hattest gerade den Ball verbal überspielen wollen. Genau, der Ball ist allerdings leider irgendwie am Kinn gelandet und am Nasenbein abgeprallt. Es war eigentlich als geschickte Überleitung gedacht, aber ich habe dich gerade auf dem falschen Fuß, glaube ich. Rollo, starte du doch, wenn du so vorlaut bist. Mach den Anfang. Das ist, also ich mache seit der vorletzten Sendung nicht mehr den Anfang. Na gut, dann zu Recht. Dann will ich euch eine. Hört es euch an, ich muss hier selbst referenzieren. Ach, das hier ist die Rechnung. Das war wirklich schlimm. Von
Ich bin tatsächlich leidlich unvorbereitet, aber hier steht es ja alles. Ich wollte euch so ein paar Zitate vorlesen. Ich werde die ein bisschen anders betonen, dass es nicht zu leicht ist. Ja, Mrs. Nordberg, ich glaube, wir können den Arm Ihres Mannes retten. Jetzt habt ihr mir den Witz versaut mit der Gekicherei. Das ist Nordberg, nackte Kanone. Ja. Ja, aber hallo, du brauchst nur den. Das, gut, den Namen brauchst du nur Nordberg sagen. Ja. Dann ist ja gut. Dann haben wir das Quiz ja auch schon hinter uns gebracht. Aber und ich kann direkt Quiz. Innerlich einsteigen. Ich bin nämlich, also das ist ja so. Ich bei bin nackte ja, Kanone inhaltlich einsteigen. Ich überlege gerade. Aber okay. Ja, das, aber das ist eine sehr geile aber, Wahl. Ist eine sehr geile Wahl. Ja. Mach mal weiter. Ich wollte gerade also sagen, auf jeden großartig. Fall. Es ist witzigerweise, das ist ja in der Zeit, wo man so für so diesen Humor noch besonders empfänglich war, ja, meine frühe Jugend. Und ja, herrlich, aber inhaltlich Letter ist Bieber. Genau das Stichwort. Englisch immer nice Beaver. Ja, nice Beaver, toller Pelz, wirklich. Ja, genau, ja, aber muss aber oft gebürstet werden. Warten Sie, ich helfe Ihnen damit. Genau, das steht ja auch irgendwo drauf. Ja, es, also was mir aufgefallen ist, erstens Inhalt. Die Handlung ist wirklich, jemand hat sich da abgebrochen an den drei Teilen, das jeweils auf Wikipedia zusammenfassen. Die Handlung ist wirklich unfassbar sinnlos oder beziehungsweise einfach auch seicht, ja. Aber jeder Satz ein Wort, ja, sage ich mal. Also der Humor sitzt selbst trotz des schwierig übersetzbaren ja, Englisch-Deutsch, aber da hat man sich noch Mühe gegeben und ja, deswegen, du kannst eigentlich Mrs. Nordberg sowieso, ja, aber Kubane? Was? Nein, du musst jetzt sagen, nein, halb Ire, mein Vater stammt aus Wales. Also. Ja, aber tatsächlich, also dieser Situationshumor oder diese Situationskomik, ja, im Kontrast zu dem Umstand, dass es eigentlich um gar nichts geht, also das ist, glaube ich, die Art von Film, die man aus seiner Jugendzeit noch kennt und schätzen gelernt hat. Mhm. Tatsächlich, ich habe mir jetzt nochmal so die Best-ofs angeguckt, da kann man tatsächlich im Nachhinein gar nicht mehr sagen, welcher Teil war das jetzt genau. Ja, das ist aber sofort identifizierbar als der nackte Kanone-Humor. Ja. Ja, eigentlich braucht man ja auch gar nicht. Also diese Handlung, die dann letztlich zu den drei Teilen führt, die braucht man ja eigentlich gar nicht. Eigentlich kann man ja diese einzelnen Szenen, diese Gags isolieren und dann sich auch auf YouTube reinziehen oder sonst wie. Also ich finde, es ist einfach großartig. Wobei, ich weiß nicht, dass man vielleicht in die Runde gefragt, findet ihr nicht auch, dass es ein total schmaler Grat ist zwischen gerade noch großartig und vollkommen bescheuert und einfach wirklich einfach zu doof, zu flach? Ja, aber ich finde, die Reihe ist dennoch relativ gut gealtert, ja. Also es gibt ja auch so gewisse Arten von Humor, die vielleicht auch ein bisschen schlechter gealtert ist, ja. Also da stehen die eigentlich relativ gut da, finde ich. Die Handlung unfassbar seicht. Und das Ende der Serie, was ich nicht wusste, das habe ich tatsächlich erfahren müssen, ergab sich so ein bisschen daraus, dass O.J. Simpson auch mitspielte im dritten Teil. Und Nordberg. Nordberg, genau. Und ja, dass das Ganze irgendwie aus, ich sag mal, aus persönlichen Gründen nicht mehr so opportun schien, hier noch weiter fortzuführen. Ja. Und ja, schade eigentlich. Es gibt tatsächlich ja da noch eine Fernsehserie dazu. Ja, die war vorher. Die vorher, genau. Die Vorläufer. Also die heißt die nackte Pistole. Ja, genau. Pistole, die heißt auf Englisch irgendwie intelligenter, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Naked Weapon, glaube ich. Nee, eben nicht. Also das ist auch ein wunderbarer Dialog. Dann kriegt der Leslie Nielsen als Lieutenant Draven kriegt halt bei einer Situation, wo dann ein Verbrechen geschehen ist, und er kriegt eine Zigarettenpackung hingehalten und eine Frau fragt ihn Zigarette und er sagt, ich weiß. Großartig. Ja. Das ist einfach. Aber was ja auch so diese Running Gag, der Draven, die ganze Filmreihe über beim Einparken stößt er immer irgendwelche Autos an, die dann so wegrollen und so. Ja, aber ist das ist ja genau der Punkt. Ich finde genau diese Gags bei Nackte Kanone super witzig und ähnliche Gags in anderen Filmen, da finde ich das total flach. Und ich kann bis heute eigentlich nicht genau sagen, woran es liegt, wo da sozusagen die Kriterien sind, wieso ich jetzt Nackte Kanone einen echten Brüller finde und andere, die ähnlich arbeiten, total flach. Ja, aber Nackte Kanone einfach auf so einem hohen Niveau diese Gags abfeuert und die sind halt irgendwie in sich stimmig. Also das ist,
Ich weiß nicht, also das ist vielleicht auch ein bisschen stimmungsabhängig. Heute finde ich die Szene, wo der Drabin da so minutenlang mit dem Mikro ansteht und pinkelt und die Queen oder sowas alle hören's, finde ich total dämlich. Damals, wie du gesagt hast, da war ich noch in einem anderen Wesenszustand. Da fand ich das extrem witzig. Aber ich muss trotzdem, wann immer ich mal irgendwas mit Mikro zu tun habe und irgendwo mal verkabelt wurde in meinem beruflichen Werden, immer daran denken, jetzt bloß nicht aufs Klo gehen. Das hatte ich gerade noch vorletzte Woche, da hatte ich auch so ein kleines Ansteckmikro und musste tierisch und dachte, nee, das kannst du jetzt nicht machen, du musst jetzt einhalten, sonst hören die Tonjungs hier die ganze Zeit das Gestrulle. Was ich so rein analytisch tatsächlich finde bei den drei Teilen, ist es so, dass, also der erste Teil nimmt ja noch so dieses komplette Genre dieses Polizeifilms aufs Korn. Also da geht es gar nicht so um ganz konkrete Szenen aus irgendwelchen Filmen, das heißt, das sind so Filmzitate, das wird ja in dem zweiten und dritten Teil viel mehr, dass die dann also auf konkrete Filmszenen sich beziehen und die dann so ein bisschen nachkaspern und ein bisschen drehen. Und im ersten Teil, das fand ich halt so großartig, wird das komplette Genre persifliert. Also auch mit sensationellen, also auch so sowohl von der Form als auch vom Inhalt. Allein diese Eröffnungssequenz, also wie er sich dann mehr oder weniger in James Bond-Manier in diese Versammlung der bösen Staatschefs da reinschwingt und die alle da frisch macht und am Ende halt noch diesen Leberfleck von Gorbatschow wegrobbelt. Und das ist so sensationell. Und dann nur sagt, ich hab's doch gewusst. Also das ist einfach großartig. Ja. Und das hat ja überhaupt nichts mit dem Film letztendlich zu tun, aber es ist halt ähnlich wie bei James Bond. Da gibt's immer diese Eröffnungssequenz, die oft keinen konkreten Rahmen hat, sondern die einfach erst nur mal richtig Schwung in die Bude bringen soll, was da auch funktioniert. Und hier aber auch auf dieser Comedy-Ebene. Und auch später, also auch diese Szene, wo dann quasi die Wasserleiche mit Holzstöckchen, quasi die Form dieser Leiche mit weißen Holzstöckchen auf dem Wasser nachgezogen wurde. Also statt auf dem Boden aufgekreidet und sowas. Also solche Dinge. Ja, oder kurz halt vorher, ich glaube, das ist auch da irgendwie, wenn die dann so Räume wechseln. Und zwei gehen irgendwie durch die Tür und einer geht außen um die Kulisse, ja, so drumherum, genau, um die Mauer, wo dann immer die Kamera so entlang fährt, damit du überhaupt siehst, dass du von Raum A zu Raum B gehst. Sowas, also da heben sie ja auch dann diese, wie nennt sich das dann, diese vierte Wand quasi, also ja. Dass sie das dann, das ist schon großartig gemacht, das finde ich gerade beim ersten Teil noch mit am stärksten irgendwie und auch solche völlig unerwarteten Kommentare, das ist ja dann quasi am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, aber wo dann der Bösewicht dann da aus dem Fenster fällt nach großem Drama und dann alles Mögliche darüber fährt, ein Auto, ein LKW und dann eine Dampfwalze, eine Musikparade marschiert über ihn drüber und alles und die gucken sich das von oben aus dem Fenster an und der eine sagt nur, ach, mein Vater ist genauso gestorben. Also, und denkst, okay, kommt bei sich drauf. Also völlig ja, Beef, unerwarteter Stuss, großartig. Beef, du verstehst was vom Boxen, also wirklich. Ja, es sind Absurditäten einfach am laufenden Band, ne? Die ja auch, ich sag mal, von der Story, wie der Prollo schon eingeleitet hat, überhaupt gar keinen Zusammenhang zum Teil haben. Aber ne, diese Trope, diese Filmtrope aus dem Bereich des Polizeifilms werden halt ins völlig Absurde gesteigert. Also meine Lieblingsszene im Übrigen, muss ich auch noch kurz hier kundtun, ist als Ed ist ein Polizeigehilfe, der sehr groß zu sein scheint, weil man sieht ihn immer nur so bis zu den Schultern. Genau. Als dann Frank Drebin so ihm sagt, Ed, du hast da was im Mundwinkel. Und dann fällt halt so eine Banane durchs Bild. dann denkt man sich, okay. Größer. Also, vielleicht mal, ich werde es jetzt noch nicht hier komplett vorlesen, aber ich habe zu meiner eigenen Vorbereitung, ihr denkt ja immer, ich bin komplett unvorbereitet, aber nein, ich habe eine Webseite 4001 Reviews oder 4001reviews.de ausfindig gemacht, wo ein Typ die 21 großartigsten Trilogien in seinem endgültigen, natürlich sehr subjektiven Ranking dargestellt hat und da kommt das immerhin auf Platz 20. Naja. Und da sind wirklich viele starke Filmreihen drin, aber ich mal gucken, vielleicht kommt ja die eine oder andere noch, deswegen halte ich es jetzt mal hier zurück. Wird sich klugscheißen, aber die Regisseure oder die Macher hinter diesem Film sind ja Z.A.Z., also Zucker, Abrahams Zucker heißen die drei Typen irgendwie. Zwei davon sind Geschwister, auch glaube ich offiziell, nicht nur solche Hinterwäldler-Geschwister, sondern richtig. Und nicht aus dem Saarland. Ja, aus der Pfalz, aber ihr kennt die es auch, aber egal, ist ja wurscht. Ich grüße alle Hörer in der Pfalz. Die haben ja vorher auch schon ein paar Sachen gemacht, die in die Richtung gingen. Ja, also, auch mit dem die Reise in einem unglaublichen Flugzeug oder genau, irgendwie der sowas. Ist auch von denen, also diese Art von Humor, da haben sie schon auch ein bisschen geübt dran, also auch bei diesem, diese unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder
verrückte Flugzeuge, unglaubliche Reise. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge da, aber egal. Das ist ja eher auch so ein Absurditätenkabinett. Da ist nur, das, da haben sie ja diese Airplane-Filme aus den 70ern, diese Katastrophenfilme dann so ein bisschen aufgespießt. Und auch da haben sich das haben sie auch mit dem Raumschiff dann mal gemacht. Das war aber dann auch nur noch ein Abklatsch. Das waren die auch nicht mehr selber, sondern nur noch so ein Nachmachertrüppchen. Aber ich finde es eine faszinierende Art von Humor. Also woanders wird das großartig. Direkt als Spin-off durchgehen, ja. Auch wenn es von der Handlung natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber so, es reiht sich da wunderbar ein. Ich hätte euch im Übrigen natürlich statt der nackten Kanone, hätte ich euch Bud Spencer und Terence Hill mitgebracht als Grundkonzept, aber das ist ja leider keine Trilogie. Aber für das gilt das Gleiche, was der Typ, ich muss gleich nochmal gucken, wie der heißt oder sie, hier zu der Trilogie geschrieben hat. Das ist, sagt genau das, was du eben auch meintest. Schwachsinnshumor sollte nie mehr so lustig sein wie in die nackte Kanone und so weiter und so fort. Und dann endet er damit, heutzutage traut man sich an diese Art von Humor nicht mehr heran. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und das stimmt. Du kannst heute solche Nice-Beaver-Witze und sowas nicht machen. Das ist so Penela-Humor. Aber damals haben ja auch Erwachsene drüber gelacht, nicht nur so Heranwachsende. Und was man auch erwähnen muss, ist ja auch die Fortsetzungsnamen, also Nackte Kanone, dann Nackte Kanone 2,5 und Nackte Kanone 33 1/3. Allein das fand ich damals schon geil, weil das hat noch keiner so gemacht. Ich will dir was tatsächlich Interessantes vorlesen, weil wir hier um das Thema flacher Humor gesprochen haben. Also 33 1/3 ist tatsächlich eine Anspielung auf die Geschwindigkeit, mit der sich eine Schallplatte dreht. Ne? Mhm. Damals hatte man das ja auch häufiger noch. Und ursprünglich sollte der Film auf Englisch auch mit dem Zusatztitel For the Record veröffentlicht werden. Hat man aber gelassen, weil man befürchtete, dass das keiner versteht. Also schade eigentlich, ja. Also das ist halt auch so ein Dilemma bei solchen Filmen, dass man Gefahr läuft, dass es am Ende so seicht wird, weil es halt irgendwie jeder verstehen muss, ja. Und dann bist du irgendwie, plötzlich sind 10 Jahre vergangen und du bist bei American Pie und wo es dann nur noch um Pimmelwitze geht am Ende, ja. Ja. Das ist eher das Problem ja auch beim zweiten und dritten Teil, also bei dem 2,5. und 33 1/3. Teil, dass da ja diese Filmreferenzsituation, dass man dann auch nicht mehr alle kennt, dass das dann zu dem jeweiligen Erscheinungszeitpunkt dann noch relativ bekannte Filme waren, die jetzt aber auch so ein bisschen durch sind oder auch von man sich vielleicht an den einen oder anderen auch zu Recht nicht mehr wirklich erinnert. Und deswegen, das ist so ein bisschen, also ich fand auch den ersten mit Abstand am stärksten, aber die anderen beiden waren auch sehr schön. Also auch da dieses Hummeressen dann mit der Queen, das war tatsächlich auch ganz schön. Also das haben sie auch wirklich ausgeritten, also bis zur letzten, also wirklich ausgemolken, aber sehr gut gemacht. Aber der dritte war das mit der Oscar-Verleihung, in dem Film, ne? Ist doch auch diese Szene, wo er der Queen so eine Kopfnuss gibt, oder? Nee, das ist, glaube ich, die amerikanische Präsidentin, genau, oder? Genau. Oder so, okay. Die Frau Bush. Also nicht Präsidentin, Präsidentengattin. Ja. Ach so, okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber boah, das kenne ich aus Mr. Bean, da knockt der mal bei. Da war das vielleicht Mr. Bean. Bei Mr. Also. Bean, weil da gibt es irgendeine Kurzfilm-Situation. Ja, aber die Frau Bush, die kriegt auch irgendwie erst eine Tür an den Kopf. Mit der landet, der landet er auf dem Buffet. Da gibt es so eine Szene, da liegen die so übereinander, dann ist die Presse so. Genau, also Mr. Bean hat mal bei einem Kurzfilm, da hat er im Vorfeld immer in so einer Reihe gestanden und die Queen war angekündigt zum Händeschütteln, so Shake Hands. Und er hat die ganze Zeit diesen Diener geübt und hat also immer dieses ruckartig nach vorne gemacht. Und wo sie denn dann kam, hat er sie einfach ausgeschossen. Einfach so ausgenockt. Wie heißt nochmal der andere Partner vom Drabin? Nicht der Nordberg, sondern der andere? Zoidberg. Nee. Der Dicke mit den grauen Haaren. Derek. Ja, tatsächlich. Keine Ahnung. Weiß aber ich nicht. Aber ich weiß halt auch nicht mehr. Der Drabin fragt ihn doch bei irgendeiner Geschichte, wo irgendwie wieder irgendwas passiert war, fragt ihn doch, Was macht man um so eine Uhrzeit in so einer Rotlicht-Milieustraße? Und dann sagt sein Partner zu ihm, Sex, Frank? Und dann sagt er nur so zurück, so, nein, nicht jetzt, später. Schön. Ja, es ist echt großartig. Also ich liebe die Teile. Ja, der zuckersche Humor ist großartig. Also um das noch zu ergänzen, die haben zum Beispiel auch die Scary-Movie-Filme gemacht, die ja ein anderes Genre quasi, eigentlich genau in derselben Technik zerpflücken, was hervorragend ist sozusagen. Ja. Einer der Zuckerbrüder hat später auch diesen Engelfilm da mit Patrick Swayze gemacht. Das war ja eher so eine Schmonzette, so ein Tränendrüsenzieher. Da haben sie auch verarscht in
in einer der Kanone-Filme, weil da haben sie dann auch diese Situation, also da gibt es so eine Filmszene, wo da spielt, glaube ich, Demi Moore die Hauptrolle und Patrick Swayze. Und ja, Ghost, wo er schon dann quasi tot ist und als Geist wiederkehrt und dann töpfern sie doch an so einer Drehscheibe. Ja, ja, sie sitzt da und eigentlich, er kommt von hinten. Genau. Mit vier Händen. Und das ist dann in der Szene auch. Und dann fliegt auch der Matsch die ganze Zeit so völlig eingesaut. Aber, und das hat irgendwie so witzigerweise auch einer der Zuckerbrüder als Regisseur verbrochen, diesen Film. Also, das ist erschreckend. War aber unfassbar erfolgreich seinerzeit. Das ist manchmal noch erschreckender. Genau. Ja, das war so ein typischer, in der Szene mit der Töpferei, da mussten halt alle heulen, zumindest alle Frauen. Ne? Das war irgendwie so. Gut, dass du den zweiten Satz noch nachgeschoben hast. Also, ne, ich stehe dazu. Ich heule, also sage ich hier ganz offen und ehrlich, bin ich selbstbewusst genug, ich heule regelmäßig bei Filmen. Tue ich wirklich, weil mich das einfach dieses Genre, wenn das gut gemacht ist, kann, das sind nicht unbedingt jetzt Titanic, der säuft ab, sondern das sind ganz, es gibt zum Beispiel einen Disney-Film Wolfsblut. Ich glaube, da spielt der Junge, irgend so ein junger Nachwuchs, wie heißt er denn heute hier, der Leonardo DiCaprio oder der andere Junge, Ex. Der andere. Ein bekannter, okay. so ein junges Ethan Hawke, ich glaube Ethan Hawke oder Leonardo DiCaprio. Einer von beiden spielt so einer, der dann nach Kanada geht und Gold schürft und sich mit einem Wolf anfreundet. Und ganz am Ende, das habe ich so geguckt nach so einer durchsoffenen Partynacht auf meinem kleinen 33 Zoll Black Triniton Fernseher in meinem genauso kleinen Studentenwohnheim Apartment, ne, wo du dann aufwachst und dann guckt, läuft da halt samstags irgendwie was in der Glotze in der ARD. Und dann gibt es diese Szene, wo er dann wieder abreißt und dann so über, der Wolf hat sich aber verpisst und ist beleidigt, dass er geht. Und dann in der letzten Szene kommt dann der Wolf da so über die vereiste Landschaft auf ihn zugelaufen. Eigentlich total, ja, erwartungsgemäß. Aber das hat mich in dem Moment so gepackt, irgendwie diese Szene. Und das war auch so schön gedreht, dass ich da saß und geheult habe. Warst du vielleicht einfach auch besoffen auch, oder heil? Ja, ich hatte auch einen Kater, beides. Aber nein, bin kein gerade auf den Wolf gekommen. Ich muss dem Ben beispringen, die Szene jetzt vielleicht nicht gerade, aber ich habe auch meine Szenen, wo ich ein Tränchen verdrücken muss. Wenn es gut gemacht ist, das sehe ich genau wie der Ben, dann ist das so. Also es gibt einen Film, der ist bei mir Heulgarantie am Ende und ich liebe ihn, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und wer da von euch nicht am Ende heult, hat kein Herz, Cinema Paradiso. Ganz am Ende, ich weiß nicht, wer es kennt, für mich absolutes Meisterwerk, die Szene, wo dann dieser erwachsene Mann in Rom in seinem eigenen Kino sitzt und sich die rausgeschnittenen Kussszenen anguckt, Schwarz-Weiß-Kussszenen von seinem großen väterlichen Idol Alfredo, dem Filmvorführer. Also wer da nicht heult, das ist, und dann diese Mucke, ich glaube, war Ennio Morricone sogar oder irgendwie so ein ganz, also, oh, alter Schwede. Cinema Paradiso, das habe ich ja noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nur, dass das ein Kumpel früher meine Bude Hotel Paradiso genannt hat. Du hast schon tausendmal in meinem Kellerkino gesessen, als ich es noch hatte. Das war das Cinema Paradiso 22, weil Oscar das so getauft hatte. Ja gut, da haben wir ja in deinem Keller ja auch so einige Sachen gemacht. Da passt ja auch Paradiso so ganz gut dazu. Ja, ja. Die Legende, die müssen wir hier irgendwann mal erzählen. Keine Details bitte. Die Legende. Die Legende, ich weiß gar nicht, welche du meinst. Da hängt auch ein Leonardo-Poster an der Wand. Ich sag nur so viel, da ist ein Set im Keller. Hm, ja, stimmt. Irgendwo aber muss man ja sein Geld verdienen. Ist ein toller Film, das muss man mal tatsächlich mal erwähnen. Okay, kenne ich nicht. Also kann man wirklich mal empfehlen. Also ich würde jetzt nicht heulen, aber es ist schon eine anrührende Szene, das ist schon zweifellos so. Die ist echt stark, vor allem die baut sich ja über 2,5-3 Stunden auf in dem Film. Also gibt auch eine Extended Version, leider nur auf Italienisch, aber also ich habe es bisher nur auf Italienisch gefunden, aber es ist wirklich einer meiner, das ist so Top 3 Lieblingsfilme. Wir reden jetzt hier nicht darüber, aber das ist so ganz oben im Ranking. Egal. Also ich muss heulen bei Matrix Teil 1 am Ende, ja, also auch immer ganz was ist denn selbstverständlich. Da? Ja, Leute, das ist ein Gesamtkunstwerk und die Stimmung, die da am Schluss sozusagen ja, verkörpert wird, die greift mich halt jedes Mal.
Hätte man auch als Trilogie heute Abend tatsächlich ja auch noch vorstellen sagen, können, ja auch, aber ja wird ja in 2 Wochen quasi kaputt gemacht, weil dann kommt ja der 4. Teil. Waren die 2. und 3. nicht schon kaputt? Die waren schon anders, ja, in der Tat. Also, aber man darf gespannt sein, was da folgt. Naja. War das jetzt der Einstieg in deine Trilogie? Tatsächlich muss ich heute, also gerne übernehme ich kurz zwischenzeitlich hier mal. Die war übrigens auf Platz 15 in der erwähnten Liste. Ja, also auch die wurde genannt von 4001 Reviews. Ja. Wobei ich da wirklich, also den 2. und den 3. Teil, die wurden ja so in einem Rutsch seinerzeit auch gedreht, glaube ich, und kamen ja relativ dicht aufeinander folgend in die Kinos. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht verstanden und ich bin nicht der Einzige. Und also den 1. fand ich auch großartig, also auch von der Grundidee her und so weiter, ist ja nun das, wie soll ich sagen, also ist ja so ein, ich will nicht sagen Querdenker-Paradebeispiel, aber es ist natürlich schon sowas. Also Querdenker mal in groß gedacht und nicht nur irgendwie da im bisschen im Schwäbischen rumgewurschtelt, sondern das muss ich sagen, das war schon besonders seinerzeit. Jetzt wundere ich dann ja auch noch die technische Umsetzung von den ganzen Action-Szenen. Das war auch neu zu dem Zeitpunkt. Inzwischen können sie das in jeder Fernsehserie, aber damals war es halt einfach neu. Das ist halt immer, wer es zuerst erfunden hat, der ist halt die coole Sau. Und aber der 2. und 3. Teil war dann so ein bisschen too much von allem und irgendwie, ich glaube, sie haben am Schluss alle mehr selber nicht mehr gewusst. Die Regisseure sind ja inzwischen Regisseurinnen. Die Regisseurinnen, genau, die Wachowski seinerzeit Brothers, stimmt, und inzwischen aber Sisters. Stimmt, ja, ja. Und Beide? Genau. Beide Innen. Haben die sich irgendwie abgesprochen. Das ist ja crazy. Und er tut ja dem künstlerischen Ansatz jetzt wenig, aber es ist halt, ich glaube, ich habe selber einen Faden verloren zwischendurch. Also weiß ich jetzt nicht, hängt ja, da weiß also du vielleicht es gibt Details. Theorien, ich habe mich da tatsächlich ich beschäftige mich seit langer Zeit damit, weil tatsächlich dieses Grundkonstrukt, ne, ist unsere Realität überhaupt die Realität oder eben nicht, ist ja bis heute nicht geklärt, beziehungsweise kann ja keiner beweisen oder widerlegen. Mhm. Es gibt schöne philosophische Arbeiten, die darüber referieren und es gab mal oder wenn man das quantitativ wissenschaftlich analysiert, kommt man wohl zum Schluss, dass wir mit circa 60% wohl doch in der Matrix leben. In den letzten 2 Jahren denke ich mir, vielleicht sind es sogar 80%, keine Ahnung, ja. Tatsächlich kann man dem Ganzen ein bisschen auf die Spur kommen, wenn man eine Sache irgendwie versucht irgendwie zu verstehen, nämlich dass das Ende von Matrix 1 eigentlich nach 2 und 3 spielt. Alles andere würde gar keinen Sinn ergeben, weil jetzt auch Teil 4 beziehungsweise da wohl ansetzt, also am Ende von 1 und nicht am Ende von 3. Kannst du mir in 90 Sekunden zusammenfassen, worum es überhaupt geht in Matrix, weil ich habe es nicht gesehen. Okay, ja. In Matrix geht ganz einfach darum, dass wir haben einen Protagonisten, Thomas A. Anderson, einen Hacker, sage ich mal. Neo, oder? Der sich Neo nennt, der ein ungutes Gefühl hat, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt. Und er ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem gewissen Morpheus, also einem Internetmenschen, sage ich mal, oder einem Menschen, der sich in diesem Internet aufhält. Und Morpheus kontaktiert ihn irgendwann und zeigt ihm, dass er tatsächlich nur in einer Scheinwelt lebt und dass er sein echter physischer Körper mehr oder weniger von einer, von Maschinen als Batterie benutzt wird. Denn die Menschheit, wir sind eigentlich nicht im Jahr 1999, sondern wir sind schon 200 Jahre weiter und die Menschheit hat einen Krieg gegen Artificial Intelligence verloren und der letzte Anker, den wir hatten als Menschheit, war, den Himmel zu verdunkeln, damit den Maschinen die Solarpower ausgeht. Die Maschinen haben jetzt dann die Menschen, die da waren, quasi in einen künstlichen Schlaf versetzt, sie hintenrum quasi mit einer Matrix gefüttert, also mit einer Virtual Reality, und wir liegen alle letztendlich in so einer Art, Suppe, wo unsere Körperwärme angezapft wird, damit die Maschinen weiterhin existieren können. Das ist die grobe Story, also die Basisstory, und er ist quasi, ja, wie soll ich sagen, The One, also Neo, ja, Anagramm zu The One, der Auserwählte, der die Menschheit beziehungsweise die da drin gefangen sind, befreien soll. Ist in der blauen Pille eigentlich Ivermectin?
Das ist eine gute Frage, ja. Müssen wir mal herausfinden, aber vielleicht ist es auch einfach nur, ja, weiß ich nicht, was da drin sein soll. Ja. Ja. Ach, du weißt, welche Farbe die haben. Das ist sehr interessant. Sag mal immer die blaue Pille. Ach so, ja, ich kenne mich damit doch nicht aus. Das weiß man so in seinen anderen Blogs und Chats. Aber hier, wo wir... Hab das geschnieft und haben sich die Nase verhärtet oder was? Wo wir gerade beim Thema waren, das eine spielt ja vor dem anderen und dann das dritte. Ich habe tatsächlich auf meiner Suche, das würde ich grundsätzlich euch mal gerne vor die Füße werfen, vom Herrn der Ringe kann ich habe die Trilogie gesehen, als sie dann jeweils im Kino lief. Ich kann mich aber nur noch daran erinnern, dass die irgendwie ewig durch die Welt laufen und gegen ständig irgendwen kämpfen. Man kann auch die, da gab es ja dann später den Hobbit noch, ne, auch als Trilogie. Und da gibt es ja verschiedene Handreichungen, in welcher Reihenfolge ich die denn zu sehen habe, mit Vor- und Nachteilen, ja, wenn ich das eine vor dem anderen gucke. Und dann gibt es tatsächlich noch die Ringreihenfolge für ganz crazy Leute, wo man mit dem Intro des ersten Herrn der Ringe beginnt, mit dem Intro des dritten Teils fortfährt und dann die Hobbit-Trilogie schaut, aber der Reihe nach, und dann aber den Rest von Herr der Ringe und folgt dann quasi dem, aus Sicht des Ringes, dem Ring. Und da gibt es noch die Zwei-Könige-Reihenfolge, wo man irgendwie diese beiden Königsfamilien da begleitet. Der Sauron-Shuffle fand ich ja schon vom Titel am besten. Sauron-Shuffle, geil. Ja, wo man irgendwie, das läuft darauf hinaus, dass man allerdings abwechselnd irgendwie die beiden Trilogien jeweils teilweise gucken muss und sozusagen parallel guckt und dadurch der Fokus auf Sauron so ein bisschen in den Mittelpunkt gerät. Und ja, das kann man machen, aber der Punkt ist, hier hat sich irgendwie vom NDR das Brisant-Magazin, die jetzt ja irgendwie auch nicht als Filmfach, ja, so vielleicht hintenrum, ja, die irgendwie so anlässlich des letzten Star-Wars-Tages die Frage beantworten wollten, wie ich denn jetzt diese Trilogie zu gucken habe. Und ich lese mal hier einfach nur die Produktionsjahre vor. Also wir fangen 1999 an, 2002, 2008, 2005, 18, 16, 1977, 80, 83, 2015, 17, 19. Ja? Wo ich mir denke, hat der Typ, das hätte der sich doch auch vorher überlegen können. Ja, du musst da kreuz und quer gucken und dann ist da möglicherweise ein verdeckter Sinn. Witzig fand ich übrigens, Grüße an Brisant, unter der Überschrift, worum geht's in Star Wars? Kurz zusammengefasst handelt die Weltraumsaga vom Kampf der hellen Seite gegen die dunkle Seite. Ja, also von Star Wars bis Schach eigentlich alles denkbar. Da ist ja alles gesagt. Und, ne? Ja, aber der Punkt ist, weißt du, bei so Trilogien oder gerade wenn es darüber hinausgeht, droht man sich eben auch künstlerisch zu verzetteln, würde ich mal behaupten. Ja, vielleicht ganz kurz, Hobbit Platz 10 auf der Liste, Herr der Ringe Platz 1 und das ist auf vielen Listen, ich habe mir noch andere angeguckt, aber das hier ist die coolste, Platz 1, Star Wars Prequel, also Episode 1 bis 3, Platz 12 und die Originalversion war, glaube ich, jetzt hier 4 oder 5, also die alten, mit denen es ursprünglich mal losging, war... Ja, Platz 4. Also bei Herr der Ringe empfehle ich. Platz 3, sorry, Platz 3, Star Wars Original Trilogy. Also bei Herr der Ringe empfehle ich übrigens auf den Extended Editions das Bonusmaterial. Sind nur circa 8 bis 10 Stunden pro Film. Also kann man sich schon mal so einen Nachmittag mit vertreiben. Ja, ja. Ja gut, bei doppelter Geschwindigkeit, ne? Aber irgendwie passt das doch zu dem Stoff, ja, der Tolkien. Die Sache ist, das ist mir irgendwie im Auto eben eingefallen, ja, der ist ja quasi über die Nummer berühmt geworden, ja, und wird dafür Lob gepriesen, was er sich da alles Tolles ausgedacht hat in seinem Kopf. Und wenn das jetzt, ich wage die These, dass wenn das jetzt nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte man den Typ einfach für bekloppt gehalten, der da in seiner Stube sitzt und sich den Kack ausdenkt, ja. Ja, ihr habt das Silmarillion ja vielleicht noch nicht gelesen, ja. Oder ich glaube, der Beef hat es gelesen. Das ist wirklich Folter. Ich habe es nicht ganz gelesen, muss ich gestehen. Ja. Also ich lese ja viel und gerne auch mal Kram, wo du denkst, na gut, ich lese jetzt mal 100 Seiten und dann wird's schon. Es wurde nicht. Und das ist schon ein verquaster Kram irgendwie. Und also ich kenne halt der Hobbit, also das der Ursprung, das ist ja eher ein Kinderbuch tatsächlich und ist ja relativ kurz. Also das ist ja, die haben das nur tatsächlich für den Film ziemlich aufgepumpt. Das ist ein Buch halt. Ja. Ein Buch und ein eher kurzes Buch. Also ist jetzt auch kein 600-Seiten-Wälzer irgendwie. Und das ist so ein bisschen ja die Vorgeschichte, wenn du so willst. Und aber wie gesagt, ist eher so ein bisschen als Buch auch eher adressiert so ein bisschen an die Kinder. Also eher so ein Kinder- oder Jugendbuch vielleicht. Ja. Damals hatten die Jugendbücher noch Substanz, ne? Und heute ist irgendwie Feuerwehrmann Sam wurde über
20 Minuten Handlung nicht hinauskommst. Ja gut, das ist, ja, ist aber noch mal jünger. Also ich glaube, das ist, Hobbit richtet sich schon an 10, 12, 13, 14, 15-Jährige. Und das, der Herr der Ringe, der ist ja dann noch mal so noch mal deutlich anspruchsvoller. Und auch, ich habe es auch gelesen tatsächlich. Und ich muss sagen, da gibt es auch dann 8 bis 10 Seiten Abhandlung über irgendwelche Wälder. Also jetzt nicht die wandernden Wälder, wo du so denkst, oh Gott, also ein guter Lektor hätte das alles rausgestrichen und es wäre auch okay gewesen. Und gut, war halt damals so, das ist ja auch schon nicht mehr ganz frisch, der Stoff. Und der Tolkien selbst war ja auch so ein Sprachforscher und Wissenschaftler. Also der hat ja auch so mit alten Sprachen gearbeitet und hat da natürlich auch, glaube ich, ganz viel entwickelt. Also das ist ja auch in sich sehr schlüssig, was er da alles gemacht hat. Ja, wollte gerade sagen, also mit der Elbensprache. Musst du das so, auch diese Abschweifung haben, um in sich so komplexe und auch größtenteils stimmige Welten überhaupt zu erzeugen. Es ist auf jeden Fall stimmig, also das ist der wesentliche Punkt. Also es ist in sich eine stimmige Welt und es ist komplex. Und was man aber auch sagen muss, es galt ja nur wirklich viele, viele Jahre als unverfilmbar. Es ist ja auch mal ein Versuch gestartet worden, da von Ralf Bakshi, da mit so einer halb Realfilm, halb Trickfilm-Variante. Die sind aber über den ersten Teil oder nicht hinausgekommen, weil es nicht so lief. Und das muss man hier der Verfilmung von dem Peter Jackson halt auch lassen. Der hat das halt sensationell in filmische Bilder umgesetzt. Also natürlich mit ordentlich Remi-Demi, aber das musste halt auch liefern. Nichtsdestotrotz finde ich auch, schafft das gerade im ersten Teil zum Beispiel auch verschiedenen Figuren gar nicht so hektisch einzuführen und die wirken aber auch dann für sich. Also die einen wirken sehr bedrohlich, obwohl sie eigentlich gar nichts machen, außer auf dem Pferd da lang reiten. Und andere wirken eher so ein bisschen sphärisch, also diese ganzen Elben und Co., das ist alles schwer gemacht. Und, was man eben so lassen muss, das finde ich, ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, auch ein Gruß an Harry Potter. Er hat halt das Aussehen von Zauberern zum Beispiel definiert. Also dass er hat, also seitdem sehen die alle so aus, wie er sie beschrieben hat. Alle sehen quasi aus wie Gandalf. Nicht immer wie so aus, also irgendwie so wie Merlin der Weise. So, ja, aber das ist ja jetzt auch keine ganz neue Figur. Im Prinz Eisenherz sah der Zauberer auch schon immer so wie aus. Wie so ein Zauberer halt auch. Weißer Bart, komischer Hut. Ja. Der aber auch hier wieder, was war zuerst? Ne? Ja, das ist halt aus den 40er Jahren. Tolkien oder Deiters, wer war zuerst? Also war der Deiters noch nicht gezeugt. Aber man sieht die Qualität der Filme, sieht man ja darin, dass sich bisher, ich sage bloß bisher, weil es wird ja bald was kommen, aber zumindest mit großem Abstand, und Herr der Ringe ist ja auch schon jetzt 20 Jahre, glaube ich, ne? Mhm. Keiner rangetraut hat, auch an die anderen Stoffe. Silmarillion ist halt, um das nochmal den Hörern und Hörerinnen klarzumachen, eine Art Geschichtsbuch in dieser Welt. Ich sag mal so 300 Seiten locker, wo die ganze Story von Herr der Ringe und Hobbit auf 3 Seiten quasi zusammengefasst so stattfindet. Also die anderen 297 Seiten sind halt so tausende und abertausende Jahre in die Vergangenheit zurück. Und in dem Kosmos wird jetzt ja Amazon, ich glaube 2023, eine neue Serie veröffentlichen, die da irgendwie so einen Ausschnitt sich daraus pickt. Aber tatsächlich die Unverfilmbarkeit, ist ja eigentlich bis heute noch unfassbar wieder zustande gekommen. Also mich hat diese Herr der Ringe Geschichte damals, Hobbit habe ich nur noch auf DVD oder Blu-ray angeguckt, aber da bin ich in die Kinos gegangen und das hat mich komplett umgehauen. Und ich habe mir dann auch die Extended Version damals noch auf DVD, da muss man noch die DVDs wechseln, weil das gar nicht da drauf passte, so lang war das. Irgendwie 4 Stunden muss man irgendwie mittendrin einmal eine neue Scheibe reinlegen. Reingezogen, auch in so Mammut Veranstaltung, alle 3 Filme hintereinander weg, da hatte man noch keine Kinder und so. Also es hat mich wirklich komplett. Haben wir das nicht auch mal bei euch geguckt? In eurer alten Wohnung, Beef? Im alten Beefhole? Ich meine, da haben wir zumindest auch mal einen Teil reingeguckt. Damals noch Red Pit. Red Pit. Nee, das ganze, genau, also das war halt auch so ein Event noch irgendwie, ne? Also ja, da auch da, definitiv. Die liefen ja, die starten ja immer kurz in der Vorweihnachtszeit auch, also ungefähr jetzt so um den Dreh rum. Und das war schon besonders irgendwie. Das musste man sagen, man fieberte schon drauf hin und so. Mhm. Das war schon echt cool. Ja, gibt's ein besseres Kompliment, als nach irgendwie 3 Stunden Film zu sagen, fuck, jetzt ist aus, jetzt geht's doch gerade erst los. Was ist denn das hier? Ja, komm, also, wir legen die zweite ja, wie, ich muss jetzt ein Jahr warten. What? Wenn, vielleicht sollten wir in der 3. Staffel auch mal so ein bisschen auf 3 Stunden hinarbeiten. Ja, aber Plus Making-of. Wo man auch den
Sammer noch hört, wie er zwischendurch auf Toilette geht und 10 Minuten lang einfach. Aber in der Tat, ich muss schon zustimmen, es ist immer noch besser, diese Herr der Ringe-Filme 3 Stunden als ein Schiff, was 3 Stunden sinkt. Ne? Gibt es ja auch Filme in der Länge, die dann irgendwie dann nicht mithalten können. Titanic 2. Ja, genau. Blockbuster. Ja, großartig. Apropos Mockbuster, ich weiß nicht, wenn es jetzt keinem unter den Nägeln brennt, dann könnte ich so vom Niveau noch eine Schippe unter nackte Kanone gehen, weil ich habe mich ganz bewusst für einen jetzt wird's spannend. Eigentlich Mockbuster entschieden und es war mal irgendwann vor ein paar Jahren eine Trilogie, inzwischen ist es eine Hexalogie, wer eben aufgepasst hat, weiß, ein 6-Teiler und ich bin, glaube ich, der Einzige in meinem Kellerkino, der das damals durchgehalten hat, als ich den ersten Teil und einzigen Teil, den ich geguckt habe, ja, wenn reingelegt du so klug scheißt, ist das kein Wunder, dass du alleine bist. Nee, ich habe nicht klug geschissen. Ich rede von, weißt du es schon? Ich glaube, du weißt es. Sharknado. Genau. Sharknado. Sharknado. Sind wir jetzt schon wieder bei dem, der verfolgt uns. Ja, ich werde nicht müde zu sagen, dass das ein großartiges filmisches Werk ist, weil Sharknado 1 ist einfach, das ist so eine geile Serie und wenn man sich die anderen so zumindest anguckt, die fangen ja dann auch schon ab dem 3. Teil sich an sich selber zu verarschen. Willst du das gerade in 90 Sekunden den Hörern noch zusammenfassen, worum es geht? Ja. 90 Sekunden brauchst du dafür nicht. Also Sharknado muss man dazu sagen, das Geile ist, den Film, den haben sie, das habe ich nachgelesen heute, haben sie für $2 Millionen diese Firma produziert, die halt, das hatten wir schon, die halt Mockbuster professionell produziert. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, die haben unter anderem, also haben viele Mockbuster gemacht, aber einer, das ist wirklich sehr, sehr pervers, Edge of Tomorrow ist mit Tom Cruise und die haben Age of Tomorrow dann gedreht. Ne? Kann man mal schnell in der Videothek zum Falschen greifen. Aktuell im Moment übrigens auch wieder geil. Also wir kennen ja alle den zumindest den Stoff und auch den aktuellen Film Dune. Aktuell von The Asylum, glaube ich, auch im DVD-Regal Planet Dune. Ah, ja. Wir hatten letztes Mal im Podcast hatten wir Düne. Das war aber vom Sommer. Und Düne, ja. Das ist die Porno-Version. Das war die Wanderdüne. Das war die Porno-Version. Nee, die Wanderdüne war der Prollo. Ich weiß von nichts. Nein, das weiß ich weit von mir. Aber ganz in der Tat, die Firma The Asylum, die Produktionsfirma, die steckt dahinter und die hat sich 2013 eben überlegt, einen Film zu konzipieren, der allerdings. Das ist eigentlich kein Mockbuster in dem Sinne, der irgendwas kopiert, sondern einfach nur eine Drecksstory, die man für $2 Millionen günstig fürs Fernsehen, glaube ich, sogar ursprünglich verfilmt hat. Und das geht so los. Und das ist aber fast schon so, ja, fast schon richtungsweisend. So ein Fischerboot mit irgendwelchen illegalen Haifischflossenhändlern ist irgendwo auf offenem Meer unterwegs zu so einem geheimen Deal, will irgendwelchen japanischen Sexgöttern da Haifischflossen verkaufen und dann tut sich so ein Wirbelsturm auf und wirbelt halt die ganzen Haie, die da in der Gegend so rumschwimmen, in die Luft und schleudert die auf dieses Fischerboot. Einer heißt, glaube ich, Carlos oder so. Und der natürlich, nicht der Hai, sondern der Fischer, dieser Illegale. Und dann zermetzeln die halt diese Typen da an Bord. Ne? Und robben die dann so auf den zu oder was? Genau. Und im Englischen, Flosse, du bist ja unser Amerikaner, was heißt Flosse auf Englisch? Das liegt mir auf der Zunge. Hier, Finn, genau. Und Finn ist auch der Hauptdarsteller, das ist der zweite Gag, bekannt aus, wie heißt er, Ian Searing und Tara Reid, seine Freundin, sind bekannt aus Beverly Hills 92 oder 90210 und haben wahrscheinlich seitdem auch nie wieder irgendwas Erfolgreiches angefasst, bis Sharknado. Die betreiben dann in Los Angeles eine Bar. Und dieser riesige Tornado oder mit Haifischen drin, Sharknado, kommt auf die Küste LAs zugeflogen. Und naja, dann fliegen da halt die Haie durch die Gegend. Leute werden sozusagen aus der Luft den Körper abgebissen und sonst was. Da fliegen halt ständig Haie durch die Straßen, weil die quasi die ganze Zeit in diesem Wirbelsturm hin und her und immer so wie so eine Schleuder fliegen die dann einmal irgendwann raus aus der Umlaufbahn. Aber denen ist nicht schwindelig. Ne? Die fliegen dann halt so durch die Gegend und im Flug beißen die dann Leute kaputt. Ne? Und das ist halt sehr geil. Manche werden auch einfach nur in Pools geworfen. Und da sind so viele Logikfehler drin.
die CGI ist so schlecht, also da ist die Augsburger Puppenkiste besser das Wasser animiert als in dem Film. Ich würde den Begriff Logik und Sharknado nicht in einem Satz nennen, selbst wenn es Logikfehler ist. Also da muss man sich vorstellen, da gibt es Überschwemmungen in Häusern, die an einem Hang stehen. Also ich weiß gar nicht, wie da eine Überschwemmung, also vielleicht hat es Ahrweiler bewiesen, aber die laufen irgendwie voll, obwohl die ja ganz oben am Berg stehen. Also es ist ganz komisch und irgendwelche Haie kommen durch Wasserleitungen durch Süßwasser da rein und fressen die ganze Zeit die Leute. Und ich will euch gar nicht lange damit nerven, aber ich finde es einfach so geil, wie das durchgezogen wird. Und meine Lieblingsszene, habe ich die eigentlich in dem Podcast schon mal erzählt? Sonst muss ich sie jetzt nochmal für alle selbstreferenziellen Nichthörer und zukünftigen Hörer erwähnen. Es gibt eine Szene, da überlegt sich dann dieser Barbesitzer, Finn und seiner Freundin, mit dem Hubschrauber diesen Sharknados ein gar auszumachen. Dann packen die sich Propangasflaschen in den Hubschrauber, fliegen auf diese Wirbelstürme zu und wollen da halt die Flaschen rein explodieren lassen und damit die zum Implodieren bringen irgendwie. Dann platschen die Haie wieder ins Wasser. Und bei so einer Gelegenheit wird dummerweise die Freundin aus dem Hubschrauber gesaugt, direkt ins Maul von so einem riesigen Hai, der da gerade rumwirbelt, rein und der krackt weg, scheiße, Freundin tot. Ne? Der schafft es dann auch irgendwie noch, die meisten Tornados zum Erliegen zu bringen. 20 Minuten später stehen die irgendwo auf der Straße und die Schlacht ist gewonnen, die Haie sind besiegt und dann kommt ein letzter Wirbelsturm und schleudert so ein Riesenhai auf die Gruppe, die da auf der Straße steht, zu. Und Ian Searing, also Finn, schnappt sich eine Kettensäge und rennt so auf diesen Hai, der gefühlt 2 Stunden da auf die Gruppe zufliegt, rennt so mit gestreckter Kettensäge auf den Hai zu und springt dem in sein offenes Maul rein. Und dann siehst du nur, wie der Hai so klatsch, 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 so auf der Straße in der Nähe der Gruppe landet und dann ist Ruhe. Und alle so, oh scheiße, Finn haben wir auch verloren. Und dann hörst du aus dem Inneren von dem Hai so diese Kettensäge und dann schiebt er sich so ein Fenster, schneidet er sich so ein Fenster von innen da rein und jetzt, und das, da fand ich den Film dann geil, in der letzten Szene kommt er aus dem Hai raus und hat im Arm seine Freundin. Ist das geil. Das ist ja nur der Anfang des Irrsinns. Also ich glaube, es endet damit zwischenzeitlich zumindest, dass die Freundin irgendwann sogar nur noch aus Kopf besteht. Ja, in den weiteren Folgen. Die wird dann irgendwann auf einen Roboter draufgeschnallt, also Roboterkörper. Und in der allerletzten Folge der Doppeltrilogie geht es, glaube ich, sogar um Zeitreisen. Da wird er durch so einen Wirbelsturm in die Zukunft zu seinem Sohn irgendwie geballert und dann ballern sie wieder zurück, um den allerersten Sharknado zu verhindern. Ja, weil die Welt ist mittlerweile völlig ausgerottet durch diese ganzen Sharknados, logischerweise. Und genau, du sprichst an, wir reden ja hier über Trilogien, also der zweite heißt Sharknado 2, The Second One, ein Jahr später, da fahren die dann nach New York und machen Promotion für ihr Buch How to Survive a Sharknado and Other Unusual Disasters. Und wie es so kommt, während dieser Promoreise kommt dann Sharknado in New York und da passiert das Ganze nochmal. Ein Jahr später, Sharknado 3, Oh Hell No. Die hatten sich zwischenzeitlich scheiden lassen, heiraten wieder und werden dann ausgezeichnet für ihr heroisches Verhalten in Los Angeles und New York, in Washington D.C. kriegen sie irgendeinen Preis für Präsidenten und dummerweise passiert genau da der dritte Sharknado, also wieder fliegen da die Haie rum und so geht das dann weiter, The Fourth Awakens, also das da sind dann schon die ersten Mockbuster-Anleihen, The Fourth Awakens ist der Sharknado 4 und dann sehr geil ist auch Sharknado 5, der Titel Global Swarming statt Global Warming 2017 und der letzte, den du gerade erwähnt hast, ist The Last Sharknado, It's About Time. Ja. Es ist einfach großartig. Apropos, es wird Zeit. Ich habe hier freundlicherweise nachgeschenkt. Ja, vielleicht noch 2 Worte genau zu dem Bier, was ich hier zwischendurch aufgemacht habe hier für uns. Das ist noch aus meinem Italien-Urlaub, Toskana-Urlaub vom Sommer. Hat bis heute in meinem Auto überlebt. Ich dachte vom Sommer. Lass mal aufs Datum schauen. Oh. Ja. Im Sommer. Sharknado-Witz. Und Prollo ist noch gut? Ja, ja. Ja. Hätten wir sogar noch bis März Zeit gehabt. Ja, aber ja, Pale Ale Italiana. Der frühe Vogel fängt den das wieder Bier das eigentlich dann, wird das Englisch dann ausgesprochen oder ist das Pale Ale Italiana?
Hoffentlich kriegen wir jetzt von den italienischen Hörern keine bösen Zuschriften. Ja, dann geht's hier. Bist du jetzt durch mit Sharknado oder ja, willst du noch? Ja, it's about time, würde ich sagen. Also ich bin durch. Ich wollte einfach auch nur mal so ein Lowlight setzen. Es gibt viele wirklich sehr, sehr geile Trilogien und ich muss gestehen, ich liebe Trilogie. Ich liebe es, diese Boxen oder liebte es, als ich noch süchtig war, diese Boxen zu bestellen. Ich liebe es einfach, aber ich dachte, ich könnte mich da jetzt gar nicht entscheiden. Also gehe ich ganz bewusst 10 Stufen nach unten, weil ich irgendwie diesen Sharknado-Film schon richtig geil finde. Ich finde es ja auch gut, was total bescheuert ist, ist ja manchmal auch schon wieder so bescheuert, dass es auch richtig Bock macht, darüber zu reden oder sich anzugucken, einfach weil es so krank ist. Was mich bei sowas mal interessieren würde, also hier fände ich es nochmal spannend, einen Film drüber zu drehen, wie die Typen, die dahinter stehen, den Film machen. Also auch, wie die so ein Drehbuch entwerfen. Also das kann nicht länger als ein Nachmittag mit relativ viel Bier irgendwie sein. Dann hast also du den ersten Teil quasi fertig. Genau. Und das, wie sowas dann zurechtgestümpert wird, das ist großartig. Wie die Szenen auch gedreht werden, sagen, komm, hier nehmen wir jetzt so, ist nicht perfekt, aber wir haben jetzt kein Geld und keine Zeit. Ja, vor allem. Also das fände ich spannend. In dem It's About Time, wo der die Zeitreise, da geht er ja zu verschiedenen, der geht zu den Nazis, der geht zu Camelot, der geht in die in Unabhängigkeitskriege, in Wilden Westen. Und also das hat sowas, ja. Man könnte sagen, da haben sie sich Anleihen von einer anderen sehr beliebten Trilogie geholt, lieber Sammer. Ja, das ist echt eine super Übergabe. Ich musste schon vorhin beim Stichwort Zeitreisen dran denken, dass ich jetzt wohl dran bin. Ich habe insofern auch nicht wie der Prollo ein super Rätsel mitgebracht, um welchen Film ich hier vorstellen möchte. Das ist, der ist einfach zu bekannt, Zurück in die Zukunft. Die Trilogie kennt jeder, wo Marty McFly ins Jahr 1955 zunächst zurückreist. Ja, mehr oder weniger spontan und versehentlich. Er ist ja im Jahr 1985 unterwegs und im zweiten Teil landet er dann im Jahr 2015, was besonders interessant ist aus heutiger Perspektive, weil wir es schon hinter uns haben. Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da können wir eigentlich gleich auch mal ein paar Worte drüber verlieren, wie der Film gealtert ist, wie wir das so finden. Und im dritten Teil ist er dann im Jahr 1885, ist das, glaube ich, ja, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, ja, unterwegs im Wilden Westen. Und also ich persönlich, vielleicht dazu zwei Worte, bin deswegen auch zu dieser Trilogie jetzt gekommen, um die heute vorzustellen, weil ich habe die wirklich eine Zeit lang, habe ich mir jedes Mal zum Jahreswechsel, habe ich mir die drei Teile hintereinander, also nicht unbedingt an einem Abend, aber dann an verschiedenen Abenden, jedes Mal reingezogen, weil ich es einfach cool finde. Ja, es ist so, wie es häufig ist. Der erste Teil ist der beste, danach fällt es ein bisschen ab, wobei ich sagen muss, der zweite fällt wirklich ab, aber den dritten finde ich wieder richtig gut. Also das ist so eher... Das geht mir genau anders. Ja. Den zweiten finde ich noch richtig gelungen, den dritten, den hätten sie einfach sparen sollen. Den habe ich, und damals war ich in Siegburg im Kino und das war da, glaube ich, das erste Mal, dass sie quasi zwei Filme direkt in einem gedreht haben, weil da war schon Abspann. Mhm. Im Abspann war schon sozusagen der Cliffhanger für Teil 3, wo der dann mit dem DeLorean durch den Wilden Westen fährt. Und ZZ Top ist dabei. Im dritten Teil, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, okay, das spricht noch cool für den dritten Teil, aber oh. Also ich muss sagen, vielleicht können wir da ja genau gerade kurz drüber einsteigen. Ich finde das ganz interessant. Also was ich an dem zweiten Teil nicht mag, erstens, er ist echt ziemlich düster. Tatsächlich, der ist also gar nicht so auf Jokes und so weiter gemacht, sondern tatsächlich die Zeit da in 2015. Ja, das Raum-Zeit-Kontinuum wurde halt negativ beeinflusst und alles ist in die Grütze. Oder alles wurde zu, heißt ja nicht auch Beef eigentlich? Biff. Alles wurde zu Biff. Wieder mit C rein, ja. Also ich sag mal, auf eine moderate Art, ein bisschen dystopisch halt, ne, irgendwie. Also das, ich finde, ja, das ist so, der zweite ist der düsterste Teil, sage ich jetzt mal. Man hat ja dann trotz allem noch ein Happy End und alles. Was ich beim dritten Teil tatsächlich vermisse, ist das Tempo. Also der erste und der zweite Teil, die haben ein unfassbares Tempo. Der erste auf jeden Fall, also die bauen in jede Szene, bauen die immer Bewegung ein. Also wenn die nur einen Dialog haben, der eine rennt ständig vor und zurück. Also die haben immer Tempo in diesem Film. Das finde ich ein ganz spannendes Merkmal. Da komme ich gleich bei mir auch noch drauf, wenn ich dann gleich was zu dem Film, zu der Trilogie, die ich dabei habe,
sage, aber und im zweiten Teil finde ich halt so spannend, da erzeugen sie ja Tempo, vor allen Dingen auch durch diese dauernde Springerei. Also da hüpfen sie ja vor und zurück in der Zeit. Und das ist ein ziemliches Durcheinander. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da den Faden nicht verliert. Wobei das jetzt für, man kann über Zeitreise immer streiten, aber das ist halbwegs schlüssig. Also sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja, Beef, ganz kurz, ich unterbreche nur ganz kurz. Ja, alles gut. Für mich sind das tatsächlich zwei Aspekte. Der eine ist, die Geschichte im zweiten ist tatsächlich extrem anspruchsvoll und wirklich gut gemacht. Wie du sagst, dass man sowas halbwegs schlüssig hinkriegt, das ist wirklich gut. Das ist wirklich auch da toll gemacht. Ich finde nur, er ist so ein bisschen düster und B, finde ich, dass ein bisschen zu viel Szenen aus dem ersten Teil, im zweiten Teil dann versucht werden, so ähnlich nochmal nachzumachen, wie zum Beispiel die Geschichte im Café, ja, dann das Gleiche nochmal mit dem Hoverboard. Ja. Da hat man erstmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Abklatsch vom ersten. Nee, das ist selbstreferenziell. Ja, das ist, aber genau, in solchen Trilogien stehe ich da total drauf, wenn die solche, hast du das erste gesehen, verstehst du den Joke Geschichten da einbauen. Also es ist ja sogar so selbstreferenziell, dass sich ja dann, als sie im zweiten Teil nach 1955 wieder zurückfliegen, sich ja selber begegnen. Mhm, also genau. Den ersten Film sozusagen einarbeiten in die Story des zweiten Films. Mhm. Fand ich tatsächlich großartig oder finde ich immer noch faszinierend, wie man das montiert hat von der Story her. Aber ich kann auch verstehen, also der dritte Teil ist wieder deutlich, sage ich mal, freundlicher, heller natürlich auch, ja, weil ja. Er spielt halt im Und man Westen. Hat mal einen echten Tapetenwechsel, ja. Es ist einfach eine wirklich neue Geschichte, ja. Ja. Also das ist natürlich großartig auch angesetzt am Ende vom zweiten. Ben Cartwright hat es ja schon erwähnt, die wurden tatsächlich zusammengedreht und sind dann, glaube ich, auch innerhalb von sehr kurzer Zeit zusammen veröffentlicht worden. Das ist ja auch nicht üblich. Tatsächlich ist das natürlich eine Trilogie, die ich auch ganz weit oben in meinen Top 5 sehen würde, in jedem Fall. Ja, also hier der 4001 Reviews hatten auf Platz 13 und hat auch, der hat hier immer drin, bester Teil, schwächster Teil, bester Teil für ihn Teil 1, schwächster Teil Teil 3, würde ich genauso unterschreiben. Ja, passt auf, ich habe hier jetzt noch, ich wusste nicht, auf was für ein Publikum ich hier treffe. Ich wusste, es sind ziemlich kaputte Typen, aber ich wusste jetzt nicht, wie gut kennt ihr diesen Film, weil, also gerade beim Ben und beim Beef, beim Hank natürlich erst recht, weiß ich, das sind echt richtige Cineasten, da wusste ich nicht, ob Zurück in die Zukunft. Ja, also du wolltest einfach wissen, ob der Prollo mitreden kann. Ja, der Prollo, der ist ja eher Simpsons, da kann er jede Folge mitreden, aber ansonsten. Ja, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist da schon an der Grenze angekommen, aber es geht gerade noch. So. Also es geht gerade noch. Jedenfalls, ich habe mir gedacht, ich mache mal hier fünf Quizfragen und ich war mir nicht sicher, wie tief kann ich einsteigen, aber ich sehe, ihr kennt euch ein bisschen aus, das heißt, es hat tatsächlich Chancen, dass ich hier die richtigen Antworten von euch kriege. Die erste ist jetzt hier zum Warmmachen ganz einfach. Also was ist das Geheimnis des DeLorean? Also was ist das Herz sozusagen? Wie reist er durch die Zeit? Fluxkompensator. Richtig, der Fluxkompensator, genau. Und jetzt sehr kommt schön, in einer Szene sagt er auch, der Fluxkompensator, guckt drauf, fluxuiert. Fluxuiert, genau. Das ist wie mein kleiner Sohn, der hat letztens das schöne Wort, das fumfuziert nicht. Ja. Das provoziert nicht geprägt. Und jetzt sagt mir noch, wie viel Energie braucht der Fluxkompensator, um durch die Zeit zu reisen? 1,1 Gigawatt. Ehrlich jetzt? Meine fast. Ja. Wir hören mal rein. Ich hab hier eine Szene bei YouTube. So viel wie in dem Blitz. Wir hören es mal rein. Mal gucken. Achtung, zuhören. Diese Kiste fährt elektrisch, aber ich brauche die Atomreaktion für die 1,21 Gigawatt. 1,21 Gigawatt. Was zum Teufel ist da ein Gigawatt? ja, genau. So, jetzt muss ich hier mal gerade wieder das YouTube runterdrehen. 1,21 beziehungsweise ich habe das dann auch gelesen und es ist natürlich auch klar, dass es falsch übersetzt ist. Muss nämlich Ben wie heißen eigentlich? 1 Komma. Ja, genau, der Paulo weiß es direkt. Genau. Klugscheißen kann ich. Genau. Ich bin nicht so an der unteren Grenze. 1,21 oder 2,1 eigentlich.
Aber der Beef war sehr gut dran, also sehr nah dran, sehr beeindruckend. Ja, die richtig wissen müssen. Ja, passt auf. Schäm. Dritte Frage. Der Mr. Strickland, wisst ihr noch, wer das ist? Das ist der Direktor der Schule. Ja. Genau, der Direktor der Schule. Und wisst ihr noch, wie der auf der in der Schule die Kinder, seine Problemkinder, nicht die Kinder allgemein, aber die, mit denen er Probleme hat, also Marty und Biff, wie er die immer bezeichnet? Als Null. Jawohl! Sehr gut, sehr gut, wunderbar. Du bist eine Null, Mitleid. Genau, du bist eine Null und ich habe leider, genau die Szene habe ich leider nicht gefunden auf YouTube. Du bist eine Null. Null Punkt. Ich finde, für immer eine Null bleiben. Ich finde das so geil, man muss sich das mal vorstellen. Ein Lehrer würde heutzutage hier in unserer Welt zu einem Schüler hingehen und sagen, du bist eine Null. Dein Vater war schon eine Null. Ja, genau, stimmt. Dein Großvater erst recht. Ja, ja, passt auf. Ich habe hier als kurzen Einspieler aus dem zweiten Teil, den ihr ja auch jetzt so mögt. Er sagt es nämlich an einer Stelle auch nicht nur zu seinen Schülern. Da ist ja dann so ein bisschen die Endzeitstimmung. Die Schule ist schon längst geschlossen. Und da gerät dann der Marty vor das Haus von seinem Schuldirektor. Und da ereignet sich dann folgende Szene. Eine Sekunde. Machen wir mal. Immer gerade hier, muss wieder volle Pulle aufdrehen. Also der Lehrer wird angegriffen. Ich mache euch alle, ihr Nullen. Es ist die Szene, wo also dann eben so Typen die Straße langfahren und aus dem fahrenden Auto dann den Strickland mit Maschinengewehren beschießen. Und er hat aber auch so eine richtig ordentliche Wumme dabei und ich mache euch alle, ihr Nullen. Also wirklich sehr schön. Also wunderbar, die Frage optimal beantwortet. Jetzt sind wir schon hier, vielleicht noch der Hinweis, im dritten Teil ist er übrigens, oder nicht er, aber sein Vorfahr ist Marshall da, das finde ich auch ganz witzig, da kommt das nämlich dann auch wieder vor, mit der Null, die vierte Frage, vorletzte Frage, George McFly ist ja ein Loser und ziemlich schüchtern und wie schafft es Marty im ersten Teil, als er eben in die Vergangenheit nach 1955 gereist ist, wie schafft er es, seine Mutter, also seine Mutter muss ja seinen zukünftigen Vater treffen und wie schafft er es jetzt, seinen Vater, den Loser, zu überreden, dass der sich endlich traut, die Lorraine, so heißt die Mutter, zu fragen, ob sie mit ihm tanzen geht. So, er traut sich ja nicht. Er ist ja so ein schüchterner Loser. Und wie kriegt das jetzt hin, dass er sich das traut? Als Marsmännchen, so als Außerirdischer. Ja. Ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. Genau. Mit dem Motorradhelm. Und er spielt dann. Ja, mit seiner Strahlenschutzanzucht, genau. Den er da hat. Und er spielt, als er von den Libyern geflohen ist. Und er spielt Van Halen. Gitarrensolo von Van Halen spielt er. Korrekt. Ich glaube Eruption, aber ich weiß nicht ganz genau. Genau, genau. Mit dem Walkman. Genau. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Die Frage ist korrekt beantwortet. Er hat ja noch diesen Strahlenanzug an, ne, weil wegen des Plutoniums. Den hat er noch mit in 1955 und dann steigt er nachts ein. Weil er beim Vater gesehen hat, der sitzt in diesem Eiscafé und liest halt immer diese Alien-Comics. Der schreibt vor allen Dingen auch, der will ja Autor werden. Der schreibt ja so Science-Fiction-Stories quasi. Ja. Genau, sehr gut, ja, das ist den Background braucht man, um das zu verstehen, dankeschön. Und dann steigt er bei dem Vater halt ein, hat diesen Strahlenschutzanzug an, hat den Walkman, ja, das muss man sich mal vorstellen, damals, das absolute Highlight, so, wahrscheinlich so ein Sony-Ding und dann tut er noch diese Tonbandkassette, Van Halen steht drauf rein und setzt erstmal seinem Vater die Kopfhörer auf und dann volle Lautstärke Van Halen, ne? Und dann sagt er genau hier, ne, mein Name ist Darth Vader, ich komme vom Planeten Vulkan und hat noch so als Waffe im Gürtel, hat er noch so einen Föhnstecken. Da gibt es dann auch so Extended Version Bilder, die sind tatsächlich leider rausgeschnitten worden. Die Szene ist echt, ich weiß nicht, warum sie die gekürzt haben, wo er dann wirklich ihn mit dem Föhn noch bedroht und ihm sagt, er würde ihm das Gehirn raussaugen. Ja, und dann traut sich der schüchterne Loser McFly, Vater Senior sozusagen, dann die Lorraine zu fragen. Und so kommen wir dann jetzt auch
Zuletzt. Da muss ich aber ganz kurz noch einhaken, ja, weil auch hier muss man ja die Frage stellen, warum muss er seinen Vater überhaupt überzeugen, die Lorraine anzusprechen? Denn in der echten Zeitlinie, als er noch nicht zurückgereist war, ist ja sein Vater beim Spannen vom Baum gefallen, da von einem Auto angefahren worden und dann von Lorraines Vater, nach Hause gebracht. Von Lorraines Vater. Nee, der George ja nicht, sondern der Marty McFly ist ja, weil er den Vater Nein, in der echten Zeitlinie. Und der Marty hat es ja selber versaut, weil, er, ihn gerettet hat. Weil er den retten wollte. Ja, genau. Und dann wurde er angefahren und dann hat sie sich halt statt in ihren Vater in ihn, also Calvin Klein, also weil er die Unterhose Calvin Klein ist auch cool, oder? Ja. Ja. Und deswegen musste er es halt wieder gut machen. Er musste das Raumzeitkontinuum wiederherstellen. Ja, ja, genau. Exakt, ja. Genau, sehr großartig. Sehr schöne Szene, wie er da was, mein Vater ist ein Spanner. Ja, ja. Da völlig erschüttert das steht. Also vor dieser, ich sag mal, diesen Satz hat jeder von uns, glaube ich, schon mal gesagt. Mein Vater ist ein Spanner. Lass mich Kinder? Kurz nachdenken. Nein. Keine, von denen ich wüsste. Sehr gut. Ja, die Szene geht dann ja im Prinzip noch weiter. Also er traut sich dann jetzt endlich in das Café, wo die Lorraine sitzt und da will er sie dann fragen. Hat vorher noch mit Marty abgesprochen, was er sagen soll. Hat sich das so aufgeschrieben auf dem Blog und hat dann irgendwie auch in den Blog zitiert bekommen, dass er sagen soll, mein Schicksal hat mich zu dir geführt. So. Und da geht er dann rein, bestellt sich erstmal noch so richtig cool als Mutmacher, bestellt er sich noch einen Kakao, zieht den sich so zack rein, haut den auf den Tisch, ne? So ist so voller Engagement und Mut, geht zu ihr hin. So, und was sagt er dann tatsächlich? Habe ich gerade gesagt, was er eigentlich sagen wollte. Mein Rikscha, sagt er irgendwie. Mein Rikscha hat mich zu dir irgendwie geführt. Also das Rikscha-Wort ist ja, auf jeden Fall ja, genau, genau. Er verdreht komplett die Buchstaben des Wortes. Ich hab's hier auch rausgesucht. Wir hören es uns mal kurz an. Ich hoffe, ich habe jetzt hier das Richtige. So. Ray, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Auch noch dieses was, dann auch noch, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Das ist echt eine meiner Lieblingsszenen. Interessanterweise, die Stimme von dem George McFly, da dem Vater, die kommt mir total vertraut vor, weil ich habe den Film auch zigmal gesehen, aber ich habe die nie wieder, diese Synchronstimme, irgendwo anders gehört. Das müsste ich jetzt echt mal nachgucken, das ist gerade wie so ein Déjà-vu, dieses Lorraine, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Ja, ich finde die Szene auch großartig und auch wie die spielen, finde ich großartig. Vielleicht noch zum Abschluss, ihr könnt da gerne auch noch Szenen reinschmeißen. Ich habe mir einfach nochmal aufgeschrieben, was so meine Lieblingsszenen sind und das geht schon im ersten Teil los. Wie er da vor dieser Riesenbox steht, ja, beim Doc Brown. Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, erzähl und, du. Ja, der steht halt morgens da vor der Box, fährt das Voltage immer weiter hoch und hängt sich die Gitarre um in so einer roten Down-Weste, wo sie dann später, als er in den 50ern ist, denken, er sei irgendwie Matrose mit einer Schwimmweste. Rettungsweste. Und haut dann halt einmal so kräftig in die Seiten rein und fliegt dann in die Ecke, weil einfach die Power zu groß ist. Und dann kommt, glaube ich, auch Van Halen, ist es nicht Jump oder so, dann setzt jedenfalls so 80er-Jahre Rockmusik ein und skatet dann zur Schule. Lewis and the News. Ja, genau. Power of Love. Und hängt sich dann an so ein, also skatet relativ cool durch den Straßenverkehr zur Schule, ist also echt eine coole Sau. Also erst sagt man noch, wo er dann wieder aus den Trümmern rauskommt, wow. Und schnappt sich dann, ich meine, das habe ich nie verstanden, warum musste er das morgens vor der Schule noch gerade einmal machen, scheißegal, aber dann schnappt er sich sein Skateboard und geht halt zur Schule, aber das halt auch relativ lässig, hat auch eine wunderhübsche Freundin und alles cool. Jennifer, Aber hat halt voll die Loser-Eltern. Aber er ist keine coole Sau, sondern eine feige Sau. Das ist ja der Schlüsselbegriff in diesen Filmen. Er trägt ja alles, ja. Aber sobald ihn jemand eine feige Sau nennt, dann hört der Spaß auf. Das ist der Trigger. Ja, ja. Das überwindet er ja im dritten Teil, ohne jetzt zu spoilern, aber sensationell. Genau, das ist. Ja, weil er im zweiten Teil
einen gewissen Film im Fernsehen gesehen hat, wo ein gewisser C. Eastwood genau. Großartig. Trick anwendet. Ja, also er kann ja dieses feige Sau nicht ertragen und deswegen dreht sich sein Leben ja auch zunächst zum Schlechten und dann am Ende überwindet er es, wie der Beef schon sagte, genau richtig. Und ein einziges Wort möchte ich hier einstreuen und da werden bei euch im Kopf wahrscheinlich auch Szenen losgehen. Sports Almanach. Zurück in die Zukunft kannte ich das Wort Almanach überhaupt nicht. Wusste Gibt's nicht, das was, überhaupt? Was ein Almanach ist, aber er findet da in der Zukunft diesen Sports Almanach, wo alle Ergebnisse sozusagen bis ins Jahr 2015 drinstehen. Ja, und leider macht dann der Biff damit das, die große Kohle. Weil der Opa Biff das klaut, also der Biff als alter Mann das klaut und mit dem DeLorean einmal schnell in die Vergangenheit zischt. Und seinem eigenen jüngeren Ich dann zusteckt. Das ist in der Tat richtig, diese Story ist wirklich richtig gut gemacht im zweiten Teil, da habt ihr vollkommen recht, das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Was ich immer auch sehr geil fand als Szene, war diese Szene auf dem Parkplatz, wo er das erste Mal dann in die Vergangenheit nach 1955 aus Versehen reist, wo eigentlich der Doc Brown mit ihm das Ganze dokumentieren will, filmen will und dann plötzlich kommt da dieser alte VW-Bus mit so irgendwelchen Typen mit einer Panzerfaust oder was. Das sind die Libyer, denen er das Plutonium geklaut und hat. Und dann sagt der Doc Brown, sagt dann, sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Und der Marty McFly nur, was, wer? Die Libyer! Das ist ja eigentlich fast zeithistorisches Dokument durch diesen Satz, weil damals war es politisch ja tatsächlich so, da waren wir mit den Libyern unsere Probleme. Gaddafi. Heute wäre es eher, also noch nicht mal mehr der Irak, der ist ja auch schon wieder vorbei. Also Afghanistan. Aber man muss sagen, die fahren ja mit einem T2 da auf diesen Parkplatz und das hat dieses Bild des Terroristenbusses sehr geprägt. Ja, also. Vor allem, wisst ihr, was die rufen zwischendurch? Weil die fahren ja da auch mit diesem Ding über den Parkplatz und geistern da auch hinter dem Marty McFly her, wo der dann mit dem Auto fährt, weil am Anfang wird ja dann der Doc Brown auch erschossen und so weiter und so fort. Und irgendwann zwischendurch brüllen die aber, damn German car! Das brüllen die zwischendurch, weil das Auto irgendwie diese Wildwiese... Als die Waffe dann klemmt, die wollen ja erschießen, wie die dann da fluchen. Ich würde mal gerne wissen, ob das wirklich libysch ist. Dann wird da so rumgebrüllt. Das ist einfach geil. Ja. Vielleicht, also wirklich als allerletzte, meine Lieblingsszene, die ist also einfach so dämlich, ich weiß nicht warum, ich liebe diese Szene. Da ist der, das ist am Anfang im ersten Teil noch, da ist der Vater vom McFly noch der Loser. Und der Biff ist der große King und der Biff kommt mit dem Wagen vom Vater McFly zurück und hat den mehr oder weniger zu Schrott gefahren. Ja, den Wagen, den er sich geliehen hat, beim Vater McFly zu Schrott gefahren, kommt rein und macht den an und sagt ihm, du hättest mir sagen sollen, dass dein Wagen einen toten Winkel hat. Ja, und dann sagt der Vater McFly noch, also ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Wagen einen toten Winkel hat. Das hat mir noch nie aufgefallen. Also auch eine Das super Witzige ist, sag mal, ich kenne dich jetzt schon so viele Jahre und wenn mich vorher einer gefragt hätte, welche Trilogie wird der Sommer hier heute vorstellen, hätte ich 100 Mark darauf gewettet, dass es Zurück in die Zukunft ist. Das ist wirklich sehr sympathisch, dass du das jetzt hier auch gemacht hast. Aber die 100 Mark hast du ja nicht mehr. Die hast du ja in Berlin bei dem Hütchenspieler verloren. Richtig, selbstreferenziell. Aber ich kündige jetzt schon an, dass ich, wenn wir das nochmal machen sollten, da komme ich mit was um die Ecke. Ich glaube wieder mit demselben. Wurde uns überrascht. Wieder Klamauk, aber da rechnet ihr trotzdem nicht. Ja, rosa-roter Panther. Ich kenne dich doch, mein Lieber. Da gibt es ja auch 5 oder 6 Teile, glaube ich, ne? Genau. Ja, ich hätte auch was noch zu bieten. Ich habe fasse mal in einem Satz die Handlung zusammen. Mann kommt ins Umerziehungslager und wird vom Kommunisten zum Kapitalisten. Irgendjemand eine Idee? Vom Kommunisten zum Kapitalisten. Es ist tatsächlich so. Eine Trilogie. Ich sag mal so, es ist eine Trilogie, aber es ist in einem Film zusammengefasst. Mann kommt in was für ein Lager? Ein Umerziehungslager. In Russland, also in Russland. Umerziehungslager in Anführungsstrichen. Nein, wenn er in Russland, dann würde er nicht vom Kommunisten zum Kapitalisten umerzogen. Rambo, Rocky? Nein.
Es ist Umerziehungslager in Anführungsstrichen. Also sehr in Anführungsstrichen. Er hat geheiratet. Ja, also er muss heiraten oder wird heiraten, genau. Also es ist auch ein Film, er wird 60 Jahre dieses Jahr, es ist auch schon was der älter. Der Film wird 60 Jahre. Und jetzt rechnet also man zurück. 60. Ja, welches Jahr haben wir gerade aktuell? 61. Also wir haben 21. Ah, jemand rechnen kann, Mathe, ja. Fuchs. Ja, ich meinte jetzt mehr so die Epoche, die 60. Also 61 ist ganz wichtig. Er spielt dann in einem Umfeld, wo es quasi, wo das, was 61 ein ganz besonderer, was war denn 61 an besonderen politischen oder sonstigen Ereignissen? Ja, hier mit ja, hier. Ah, ja, Mondlandung. Genau. Ja, ja, Mondlandung war Ende der 60er. Nee, die war 69. Nee. 69. Mauerbau. Sehr gut. Der Spion, der aus der Kälte kam. Fast. Also der Film heißt, deswegen habe ich auch Trilogie, das ist ein bisschen weiter Rahmen. Der Film heißt 1, 2, 3. Und, oberkörperfrei. Nee, ohne oberkörperfrei. Ich entnehme dem, dass den keiner von euch kennt. Doch, ich habe den gesehen, da, als er damals noch mit Werbeunterbrechungen lief. Du hast den damals aber noch Kino. Kino gesehen. Fast. Aber also, nee, ich glaube, der kam damals schon auf Kabel 1, also so irgendwo auf der Resterampe. Und ich habe ihn irgendwann einmalig gesehen, auf Video aufgezeichnet und nie wieder geguckt. Das solltest du nochmal tun. Und das ist jetzt quasi die Trilogie in sich. Die haben genau, in der Mitte haben die doch auch so ein Autorennen durch Berlin, oder? Ja, also Autorennen sind eine Verfolgungsjagd quasi. Also der Film ist tatsächlich von einem meiner, also von einem der großartigsten Regisseure, die es jemals gegeben hat, Billy Wilder. Ich weiß nicht, wem der Name was sagt. Some Like It Hot. Genau, das ist vielleicht der berühmteste Film, den er gemacht hat. Der hat allerdings sehr viele, also Some Like It Hot hat er 59 gedreht und den hat er unmittelbar danach gedreht. Und er hat danach auch noch das Apartment gedreht, zum Beispiel mit Jack Lemmon, der ist auch sehr bekannt. Und 1-2-3 spielt tatsächlich in Berlin. Und der Film der spielt in einem noch offenen Berlin, also vor dem Mauerbau. Und die Story ist, dass der Hauptdarsteller Raymond McNamara von James Cagney gespielt, also ein ehemaliger, also aus den 30ern noch so ein klassischer Gangsterdarsteller aus dem Hollywood-Kino, der spielt einen Coca-Cola-Chef, der aber nur von West-Berlin-Chef ist und der gerne natürlich Europa-Chef werden würde. Und der Sohn, die Tochter des USA-Chefs von Coca-Cola, die kommt nach Berlin und er muss drauf aufpassen und die geht ihm verloren, weil sie sich dann in Otto Ludwig Piffel verliebt. Der ist ein Hardcore-Kommunist, wird gespielt von Horst Buchholz. Ah, sehr geil. Und genau, und im Zuge dessen wird da ganz viel quasi hin und her gemengt, sag ich jetzt mal. Da gibt es auch so eine Verfolgungsjagd mit verschiedenen Fahrzeugen. Es ist sehr geil gemacht. Du hast hier so richtig so dozierende. Hast du da mal irgendwie ein Seminar drüber gehalten? Nee, gehalten nicht. Ich habe mal eins besucht tatsächlich zu Studienzeiten. Also nicht jetzt über diesen Film, aber auch über diesen Film. Also ging eher. Also der Film ist eine Screwball-Komödie. Wem sagt Screwball-Komödie was? Oder macht ja Billy Wilder sehr gerne. Also die klassische Screwball-Familie. Kann immer eine reinhauen? Komödie also ich würde 5 Euro ist, mit dem, der in eine reinzimmert. Some Like It Hot. Genau. Das wird so gemeinhin als Screwball-Komödie bezeichnet. Ja. Genau, aber es ist eher so eine Post-Screwball-Komödie, die meisten sind ja älter, also Leoparden küsst man nicht oder solche Sachen aus den 40ern, ist ganz oft gemacht worden. Die kennzeichnen sich durch was? Screwball. Durch Humor. Ah, sehr gut. Ja, durch sehr schnelle Dialoge, auch vor allen Dingen durch immer der Zeit auch, wie soll ich sagen, gegenüber deutlich anzügliche Dialoge. Das heißt also, das ist durchaus auch ein immer in der jeweiligen Zeit zu sehender grenzwertiger Humor. Das heißt, die überschreiten Grenzen. Schöner Pelz. Genau, das ist dann auch in diese Richtung, aber ist was, Doc, ist auch ein sehr schöner Screwball-Film. Ja, zum Beispiel. Aber späten 60ern oder 70ern, Anfang der 70er, genau. Aber wie gesagt, und hier ist das halt wirklich großartig. Es werden, da das ja nur in Berlin spielt, also es werden eben auch die verschiedenen Klischees werden so persifliert, also von Russen, die spielen damit, dann von den Deutschen, die alles ehemalige Nazis sind, dann wird da auch einer gefragt, ja, wo waren Sie denn? Fragt der McNamara, fragt dann seinen Adjutanten, der dann immer auch die Hacken zusammenschlägt bei jeder Handlung, also dann und den fragt er, wo waren Sie denn? Ja, ich war im Untergrund, ja, wo denn da? Ja, im Widerstand? Nee, im Untergrund, ich war in der U-Bahn. Und also solche Sachen, also das ist tatsächlich, und das ist extrem auf Tempo gemacht und ist extrem witzig und ich kann diesen Film nur sehr empfehlen. Also du hast es auf jeden Fall geschafft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob gestern mal Hand aufs Herz, außer Prollo, kannte das irgendeiner, selbst du nicht?
Das wäre der Wahnsinn. Wenn du, Hank wie, Frank, du kannst Hank Frank Schrader. Ist das zu finden in deiner super Bin ich Top-Liste? Zu jung für? Nein, das ist ja keine echte keine Trilogie. Das ist tatsächlich nur ein Film. Der schummelt ja, einfach nur wegen 1, 2, 3. Und man kann ihn halt auf verschiedene Ebenen sehen. Also er hat tatsächlich auch eine ganz spannende Rezeptionsgeschichte, als dass er, wie gesagt, in kurz vor dem Mauerbau gedreht wurde und dann kurz nach dem Mauerbau veröffentlicht wurde. Und das hat dem Film nicht gut getan. Da konnte nämlich keiner über diese Witze lachen zu der seinerzeitigen, kurz nach dem Mauerbau in Berlin. Spielen auch noch Lilo Pulver mit und so. Also wirklich auch Leute, die damals durchaus bekannt waren, sowohl deutsche als amerikanische. Der Film ist aber dann zum ersten Mal in den 80ern wiederentdeckt worden, in Anführungsstrichen wiederentdeckt worden, auch dann so eher von so Cineasten. Und ist und dann anschließend von Kabel 1. Ja, Kabel 1 und Nudeln. Später, später dann rückwärts von eBay, 3, 2, 1, ja, 1. Genau. Und, ja, Kabel 1 sind ja auch so Zecken am Arsch. Also die hängen sich ja an alles dran, was irgendwie zu melken ist. Und, ja, aber 10 Jahre später halt. Genau, 10 Jahre später, wenn die Preise für die Filme dann wieder runtergegangen sind. Spannend an dem Film ist tatsächlich, dass er tatsächlich auch eine sehr gute politische Satire ist, wenn man sich so mit ein bisschen mit dieser deutsch-deutschen Geschichte auseinandersetzt oder sich ein bisschen auskennt. Und eben auch diese, aber es ist halt auch so, es ist keine einseitige pro-amerikanische Blickwinkel, sondern es geht tatsächlich auch, wie gesagt, es geht, also jeder kriegt sein Fett weg, in Anführungsstrichen. Mhm. Jeder der drei großen Mächte, wenn du so willst. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Also es ist ein großartiger Film, es ist eine, wie gesagt, Trilogie. Ist das noch schwarz-weiß? Es 61? Ist bewusst schwarz-weiß, also damals gab es ja schon ganz viel Farbfilm, aber tatsächlich hat Billy Wilder ganz viele Filme bewusst in schwarz-weiß gedreht. Auch Sam Like Todd, der von 59, ist ja auch in schwarz-weiß. Mhm. Günstiger. Mit berühmt, eines der berühmtesten Filmzitate am Ende. Sam Like Todd, am Ende, was ist der letzte Satz? Boah. Also ich habe ihn gesehen. Nobody's perfect. Das ist, nachdem er quasi ja der Jack Lemmon, der die ganze Zeit eine Frau spielt und ein Milliardär sich in ihn verliebt und er dann auf diesem Schiff, auf diesem Privatschiff von ihm dann, während der Milliardär fährt, dann irgendwann sagt, ja, sie könnten nicht heiraten und es ging irgendwie nicht und immer so rumdruckst und irgendwann sagt er dann, ja, ich bin ein Mann. Und darauf antwortet dann der Milliardär nur, nobody's perfect. 1959, also das sind Dialoge, das ist seinerzeit voraus. Weit voraus. Und das ist tatsächlich was Billy Wilder halt auch ausmacht. Er hat tatsächlich auch vorher Sunset Boulevard gedreht. Das ist auch wirklich eine bitterböse Abrechnung mit Hollywood. Sie haben ihn gehasst dafür und geliebt, weil er war super erfolgreich, aber es war auch wirklich ein Film, der mit Hollywood ziemlich abgerechnet hat. Und Apartment natürlich auch. Also ist ja eigentlich eine Komödie, aber eigentlich eine Tragödie, weil es eher eine bittere Geschichte ist. Aber großartiges Kino. Also ich kann nur jedem empfehlen, der die Filme nicht kennt, guckt euch Billy Wilder Filme an. Was wirklich geil ist, einfach so ein kleines Off-Topic hier einzustreuen, seitdem wir ins Beefhole umgezogen sind, wirst du redselig wie Sau. Ist dir schon mal aufgefallen. Also früher war ich der Laberhannes und weil halt man nicht kommt so gar nicht mehr zu Wort. Du bist hier in deinem Homeground und du bist so schön redselig geworden. Mensch, das ist richtig gut. Ja, der hat hier schon zwei, drei Kasten Bier vorgetrunken. Ja. Muss ja nicht mehr ins Auto steigen. Und genau, das ist, scheint ein riesiger Heimvorteil zu sein. Und damit du den auch voll auskosten kannst, ich war ja heute Mittag noch in Frankfurt, quasi zumindest bundeslandtechnisch deiner alten Heimat. Und da dachte ich, ich bringe was typisch Frankfurterisches mit Frau Rauscher Apfelwein. Frau Rauscher. Ich fand den Namen also neu. Eine dicke Frau, Frau Rauscher und dann hier Apfelwein, Edelboy. Speierling. Also ob das jetzt Speierling, was zu sagen hat, weiß ich nicht. Aber Leute, ich komme nie wieder hier. Das ist ja abartig. Also, wir saufen hier immer nur Bier und ich dachte, Frau Rauscher, das ist also, ich finde ich schon kleinen hart, Schluck, muss ich sagen. Bitte. Musst speien. Da hört der Spaß wirklich auf. Also, Appleboy. Für mich bitte nur einen kleinen Schluck. Das riecht aber auch schon angenehm. So, nach Speierling riecht das. Die Frau Rauscher hat sich da. Du bist doch mit dem Zug da. Mach ruhig voll. Ich muss Frau wieder Rauscher hat sich deine Füße drin gewaschen. Danke, ich muss wieder an die nackte Kanone denken, wie da einer steht. Und Frau 10 Minuten Rauscher. Lang. Ich muss gestehen, ein bisschen habe ich es auch gekauft fürs Etikett auf unserem Bierfoto. Weil das, wir haben jetzt den Herrn Moretti hier drauf. Wir haben die Frau Rauscher. Schaut mal, was für ein hübsches Paar. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, schaut euch die beiden an. Ja, aber es sind alles Bonkers. Und dann in der, genau, dann in der Mitte noch hier das Eurythmie-Logo. Das vorgelesene Etikett. Eine neue Kategorie in diesem Podcast. So, ja, wir machen jetzt wurde eigentlich schon alt. Schon mal ein bisschen. Frau Rauscher ist aber schon auch eher so stabil. Ja, die ist kräftig.
Wir haben jetzt viele tolle Trilogien gehört, aber eigentlich unseren Special Guest haben wir so ein bisschen abgewürgt. Ja, der ist ein bisschen macht gar nichts, in Leute. Der Matrix verhungern lassen. Das macht wohl, wenn er mal rauskommt. Leute, ich bin doch hier, also erstmal bin ich unter völlig falschen, sag ich mal, Gegebenheiten hier hingelockt worden, beziehungsweise habe mich unter ganz andere Bedingungen selbst eingeladen, aber macht ja nichts, beziehungsweise ich bin ja spontan und flexibel und habe tatsächlich jetzt auch noch eine Trilogie zu empfehlen. Und zwar geht es um einen französischen Film. Und zwar heißt diese oder hat diese Trilogie den Kerntitel OSS 117. Ah, das kenne ich. Die ist aus den 2015, so mit dem wie heißt er? Mit dem Jean Dujardin. Der bei The Artist großartig performt. Ja, genau. Also, erstmal muss man ein bisschen rekapitulieren. Also, es gibt heute einen ganz besonderen Anlass, warum ich das jetzt ausgesucht habe, spontan. Denn tatsächlich der dritte Teil dieser neuen Trilogie gibt es seit heute. Ah. Yeah. Hier oder in Frankreich? Also, wohl hier. Was in Frankreich passiert, ist mir gerade auch könnt ihr mir noch wurscht. Auf die Sprünge helfen, worum es geht? Ja, das will ich jetzt gerade versuchen aufzuarbeiten. Also, grundsätzlich geht es um die Historie rund um dieses OSS 117. Die beginnt schon in den 60er Jahren und ist eigentlich mal eine ernst gemeinte Antwort auf James Bond gewesen aus Frankreich. Da gibt es schon ein paar Filme, ich glaube, 5 oder 6 und im Jahr 2006 wurde das Ganze, ich sag mal, rebootet als Action-Komödie beziehungsweise als eine Art von Persiflage auf James Bond. Mit dem Untertitel im Jahr 2006, Der Spion, der sich liebte. Also, da fängt es schon mal an, ja. Im Jahr 2009 folgt dann der zweite Teil, Er selbst ist sich genug. Und seit bin heute. Ich ja sehr gespannt auf den dritten. Seit heute zu erwerben im Fachhandel OSS 117, Liebesgrüße aus Afrika. Oh nein, das hat. Oh Gott. Ja, oh doch. Und vor allen Dingen, also wie gesagt, Jean Dujardin spielt die Hauptrolle des OSS 117-Agenten. Ja, ich bin der französischen Sprache tatsächlich auch nicht so mega mächtig, aber was ich wohl auch andere, die das Original kennen, berichtet haben, ist die deutsche Synchro besonders gelungen, denn der Hauptdarsteller wird gesprochen von Oliver Kalkofe und er hat das auch geschrieben. Also das ist für mich eigentlich ein Grund, das jetzt zu gucken. Ja, so. Ne? Also tatsächlich ist das großartig. Also die ersten beiden Teile habe ich gesehen, ist jetzt etwas länger her. Apropos Oliver Kalkofe, der hat maßgeblich dazu beigetragen, der steckt auch hinter Schläferz, ne? Cool. Und der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Sharknado in Deutschland so eine gute Rezeption erfahren hat, weil die den Film mit Schläferz, also schlechteste Filme aller Zeiten, überhaupt erst salonfähig gemacht haben. Ja, die haben vor allen Dingen, Olli Kalkofe und Peter Rütten haben, glaube ich, im Teil 3 oder 4 selbst mitgespielt. Also sie sind auf einer Achterbahn im Film und werden quasi abgefressen da drin. und im Teil 5, um das auch nochmal nachträglich, Global Swarming, Swarming. Ja, ne? Da wird tatsächlich auch, ich glaube, da spielt hier Kerner und Tagesschau-Moderatoren spielen auch mit, denn die werden von fliegenden Haien im laufenden Live-Bild ihrer Sendungen gefressen, ja. Also Deutschland hat da schon eine Beziehung zu solchen geisteskranken Sachen, aber also OSS 117 kann ich nur sehr empfehlen. Ich kann es kaum beschreiben, also es sind Agenten-Stories, die aber so, ich will mal sagen, eine französische Art von nackte Kanone im Zuge des der James-Bond-Persiflage, hervorragend synchronisiert, hochwertig produziert, also kein billiger Müll, sondern im Gegenteil, richtig hochwertig, sieht richtig gut aus. Also wenn man den Inhalt beiseite lässt, sieht das nicht wesentlich schlechter aus als eine Bond-Verfilmung, beziehungsweise kann nur besser sein als der aktuelle. Deswegen will ich das quasi in den Raum werfen, auch mal so als, ich mag den französischen Film ja sowieso, also es gibt da einiges, was die Franzacken gut hingekriegt haben. Ist der Inspektor Clouseau ist aber in Wirklichkeit Englisch, oder? Ja, ist britisch. Rosa-rote Punker. Panther. Amerikanisch sogar, ist Blake Edwards. Also das ist Blake der Regisseur, Edwards, ja. Ist glaube ich Amerikaner, ne? Auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Besondere bei den Panther-Filmen ist ja, dass der Hauptdarsteller Peter Sellers ja
in einem selbst ausgedachten französischen Dialekt Englisch spricht. Das ist sehr geil. Was ja wiederum den halben Witz des Films schon ausmacht. Also auch hier muss man wirklich sagen, man kann es nicht erzählen, man muss es einfach gesehen haben, um es zu glauben. Ja. Ja. Also vor allem mit Kato und so weiter. In dem erwähnten Kellerkino hat das der liebe Herr Sammer auch das eine oder andere Mal eingebracht, weil er über die große rosa-rote Panther Spezial Edition verfügt. Und also Ein Schuss im Dunkeln ist für mich immer noch der beste Film aller Zeiten. Ich muss dann jetzt auch an dieser Stelle eine meiner Lieblingsszenen gerade schildern, als die versuchen, den Clouseau umzubringen. Da hat sich irgendwie das weltweite Verbrecherkartell, die Kartells, die haben sich irgendwie zusammengetan und die schlimmsten Killer auf ihn geschickt. Und dann ist da irgendwie so ein Riesenasiate, also wirklich ein Baum von einem Mann, der dann in seinem Apartment unterwegs ist und dann ihn umbringen will. Und der schleicht dann so durch die Wohnung, tritt dann irgendwie auf so einen Baseballschläger oder so, rutscht aus und knallt dann auf so einen Servierwagen und rollt mit diesem Servierwagen gegens Fenster, durchs Fenster raus. Und anschließend kracht er erstmal, ich weiß nicht, da ist ja irgendwie noch ein Haus quasi direkt angebaut, aber erst eine Etage tiefer, kracht erstmal durch irgendwie eine Glasfront und dann kracht dieser asiatische Killer durch mehrere Zimmerdecken Also wirklich, dass dann so in Zeitlupe wieder durch die Zimmerdecken eine Etage nach der anderen durchbricht. Also zum Wegschmeißen. Also ich finde vor allem den geil, das ist richtig gut gemacht für die Zeit. Das ist auch heute noch richtig geil. Also unbedingt gucken, wer es nicht kennt. Unbedingt. Ja, das stimmt. Die sind tatsächlich auch großartig. Black Edwards hat ich meine, der hat auch tatsächlich auch ein paar Filme gemacht, die man ihm so nicht so zutraut. Er hat ja nur auch dann Partyschreck mit Peter Sellers, so ist auch sehr zu empfehlen, wenn du so auf Slapstick und sowas stehst, großartig, wie so ein Peter Sellers als indischer Kleindarsteller dann eine Hollywood-Party aufmischt, und zwar richtig. Das ist schon extrem geil. Und von ihm ist ja auch dieser Kampf der Leuchtkondome. Also das ist ja dieser, wie hieß der, Blind Date oder so ähnlich? Blind Date. Ja. Mit dass so zwei Leuchtkondomen im Dunkeln da gegeneinander kämpfen, das ist so schon Star Wars. Extrem also geil. Also, sind Star Wars. Muss erstmal drauf kommen. Also eben Scheiße. Kein Schuss im Dunkeln. Ja, kein Schuss. Zumindest ein ja. Rohrkrepierer. Ja, wir haben jetzt hier locker anderthalb Stunden vernichtet und könnten sicherlich auch bei dem Thema noch weitergehen. Ich vielleicht, um das Ganze hier so ein bisschen abzurunden. Ganz kurz, ich würde noch ganz kurz hier nochmal den OSS würdigen. Also das ist ein richtig geiler Film. Ich kenne jetzt tatsächlich nur die ersten beiden. Die sind wirklich großartig gemacht. Also das ist, wie soll ich das sagen, jetzt so Persiflage, wie es sein sollte irgendwie, ne? Auf hohem Niveau. Das ist jetzt also nicht so ein billiges Abkupfern und irgendwie Zusammenschustern, und sondern das ist schon auf gutem Niveau gemacht. Auch dieser Dujardin, der Schauspieler, der kann was. Der ist, wie gesagt, du hast ja eben schon gesagt, The Artist ist auch ein großartiger Film. Ja, übrigens. Man nimmt ihm halt auch ernste Rollen ab, ja? Genau. Also die ich sag mal, ne, so einem Frank Drebin, dem guckt ja schon der Schalk aus den Nasenhöhlen raus, aber Jean Dujardin, oder wenn man an den Film unbedarft rangeht oder an die Filme, dann versteht man erstmal nicht, okay, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht, ist das jetzt, aber das Produktionsniveau ist ultra hoch, durch die Bank besetzt, also großartig, ja. Genau, also das ist tatsächlich was vielleicht viele auch nicht so kennen hier, also, aber das ist wirklich großartige Filme. Den dritten kenne ich jetzt noch nicht, kann ich nichts zu sagen. Wenn aber ich habe auch die beiden, die es gibt, habe ich mir tatsächlich als DVD oder Blu-ray-Version zugelegt und muss sagen, dass alles, was ihr sagt, trifft eins zu eins zu. Und den Schauspieler finde ich auch einfach unglaublich gut. Also man muss sagen, in einschlägigen Bewertungsportalen, denen man natürlich immer nur so nicht wirklich vertrauen kann, beziehungsweise wo man natürlich immer so ein bisschen selber auch seine Meinung bilden sollte, aber wird der neue Teil Liebesgrüße aus Afrika tatsächlich mit der Höchstwertung ausgestattet. Der Titel ist extrem dämlich. Ja. Das reimt sich ja nicht mal auf Moskau. Wie hieß der denn im Original, Christian? Im Original Alerte Rouge en Afrique Noire. Also das klingt noch schlimmer. Roter Alarm aus Schwarz-Afrika. Ja, macht die Sache nicht wesentlich besser. Super. War vielleicht eine weise Entscheidung, das nicht so direkt. Ist auch ein neuer Regisseur, also man muss schauen. Aber wie gesagt, seit heute, beziehungsweise wenn dieses Stück hier veröffentlicht wird, dann schon 2, 3, 4 Tage alt, im Fachhandel, beziehungsweise auch auf dem ein oder anderen Streamingportal zu bewundern. Cool.
Da kann ich übrigens nochmal eine Sache, die mir tatsächlich am Herzen liegt mit Filmen, das ist auch, weil du es ja eben mit Kabel 1 sagst, bitte keine Filme auf irgendwelchen hier so Bums-Sendern wie RTL, Kabel 1 und Co. da zu gucken mit diesen dauernden Werbeunterbrechungen. Das ist ein Kotz im Quadrat. Also wirklich, Filme funktionieren nur am Stück. Also besten Falle mal wie früher im Kino, wenn es da hier die 4-Stunden-Version von Herr der Ringe war, dass du dann nach 2 Stunden mal pieseln konntest, irgendwie okay. Auch das muss nicht unbedingt zwingend sein, aber diese 7-mal Unterbrechung mit irgendwelchen Werbungen für, ich will es gar nicht sagen für was. Auf jeden ich Fall. Ich habe gar kein Kabel. Ja, scheiße. Das Problem ist scheiße. Ja auch, finde ich, also und deswegen bin ich ein riesen Streaming-Fan geworden, was ich vor 3-4 Jahren gar nicht gedacht hätte, dass du es im Original guckst. Also Französisch täte ich mich auch schwer, ja, so über die ganze Filmlänge, aber gerade bei den englischen Sachen, ich gucke das alles nur noch im Original, weil das so viel besser in der Regel ist als die Synchronisation, obwohl die oft gut ist, gerade in Deutschland. Mit Ausnahmen natürlich, ne? Wenn man so als, ich sag mal so, als Kind oder früher Jugendlicher so Filme wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft gesehen hat, ne? Der würde mich, glaube ich, echt so ein bisschen stören. Aber bitte nochmal auch an alle Hörerinnen und Hörer, nicht auf irgendwelchen Werbeunterbrechungssender Filme gucken, das ist alles Mist. Wir haben es verstanden. Ja, ich dachte, ich sag's nochmal, das ist wichtig. Kinder, das ist richtig scheiße. Nicht. Du hast vollkommen recht. Ich reg mich total drüber auf. Darauf einen Kakao. Ja, was auch immer. Genau. Oder ein Frau Rauscher-Speier. Genau, ich Gott, meine Rikscha. Nehmt Frau Rauscher und um unsere kleine Trilogie-Sendung abzuschließen, dachte ich mir, ich lese mal ganz kurz die komplette Liste vor, weil ich finde, der Typ hat wirklich gut gewählt. Da sind alle großen Namen drin. Sicherlich fehlen noch viele. Er hat sich, warum auch immer, bei 21 einen Cut gemacht und Platz 21. Trilogie, die Quersumme ist 3. Du bist ja. Du Fuchs. Also Platz 21, Jurassic Park Trilogie. Platz 20 hatten wir schon, die Nackte Kanone Trilogie. Platz 19, Spider-Man Trilogie. Welche denn? Die von Sam Raimi? Mit Tobey Maguire. Anfang der 2000er. Also genau, die Sam Raimi, Tobey Maguire. Ja, die sind auch tatsächlich gut. Ja, die anderen sind scheiße. Bester Teil für ihn Teil 2, schlechtester Teil 3. Dann Platz 18 auch Marvel Iron Man Trilogie. Platz 17, und da haben wir heute hier gar nicht drüber gesprochen, was mich echt wundert, eine supergeile Trilogie, Terminator Original Trilogie. Finde ich Teil 1 und Teil 2, also Teil 2, Terminator 2 ist für mich einer der geilsten Filme überhaupt. Mag daran liegen, dass ich den 91 in Amiland gesehen habe. Aber du hast doch gesagt, wir müssen hier nach 6 Stunden aufhören, sonst hätte ich ja noch mehr rausgesucht. Ja. Wir haben jetzt noch Alien 24, pass auf, Platz 16, Alien, Alien Originaltrilogie, als ob du es gesehen hättest. Platz 15. Weil Originaltrilogie, ich meine, da gibt's 5 Teile mit Sigourney Weaver und Co. Wobei, haben sie jetzt nur bis zu dem David Fincher Alien 3 gerechnet, oder was? Ja, genau. Ja, die anderen sind ja sehr viel später entstanden, die nächsten 2. Und die gehören ja auch nicht mehr so wirklich zum, ich sag mal so, die sind ja Prequels. Nee, Prequels sind ja noch da später nochmal gekommen. Hier Ben, du kannst es ganz vergessen. Du meinst jetzt du musst nochmal eine Stunde dazu buchen. Mit Predator. Ja, es gibt ja auch noch was mit Winona Ryder dann auch noch. Das ist, glaube ich, der 4. Teil. Ja, das ist der 4. Teil. Den und, haben wir, glaube ich, damals zusammen im Kino gesehen. Ja, ich meine, mich nicht ganz irre. Stimmt, da waren wir noch. Ja, ist schon 3 Monate her, glaube ich. Aber 2 Botox-Behandlungen bei Winona Ryder ist das schon her. Die war doch ein Roboter. Ach so. Bei jedem TINIF verweist du immer auf die Shownotes. Und jetzt könntest du einfach mal hier, guckt's, steht dort drunter. Nee, genau das will ich ja hier provozieren. Platz 15 hatten wir die Matrix-Trilogie, Platz 14 Millennium-Trilogie, und zwar die schwedische. Oh ja, großartig. Schwedische, auch wirklich gut. Platz 13 Sommer, Zurück in die Zukunft-Trilogie. Mhm. Platz 12 Star Wars 1 bis 3, haben wir schon gehabt. Finde ich persönlich ja besser als 7 bis 9, aber ich hätte die gar nicht in so einer Liste aufgenommen. Also ganz ehrlich, die sind scheiße. Die sind scheiße, ja. Punkt, fertig, also. Gut. Platz 11 Born-Trilogie, in der Tat auch eine geile, harte Thriller. Gibt's ja auch noch, ja. Genau. Platz 10 Hobbit, Platz 9 Pirates of the Caribbean, Teil 1 bis 3 gibt's, glaube ich, inzwischen auch 5.
Also wenn ich noch mehr von dem Frau Rauscher trinke, fühle ich mich auch schon wie Captain Jack Sparrow. Ja, allein also dafür. Ich meine, betrachtet er die erste Trilogie, weil also die ersten drei Filme, weil die vom gleichen Regisseur sind quasi. Das, also der Gore sagt Verbinski. Hier, aber sie haben von mir gehört. Genau. Schöner Auftritt übrigens. Gore Verbinski. Ja. Verbinski drückte den ersten drei Pirates-Filmen seinen eigenen Stempel auf, der in den beiden weiteren Fortsetzungen leider etwas fehlt. Deswegen, du hast das voll erkannt. Und jetzt Platz 8, das ist wirklich für mich, da gibt es auch einen vierten Teil, aber Originaltrilogie Indiana Jones. Ist ja wohl, Stevens, das ist ja wohl eine der geilsten, also in meinen Jugendtagen, ich habe das geliebt, die Scheiße, ich habe das rauf und runter geguckt, Indiana Jones 1, 2, 3. Teil 5 kommt nächstes Jahr. Ja, stimmt übrigens, habe ich auch gelesen. Wow, okay. Auch wieder mit Harrison Ford, ne? Also immer noch. Ja. Jetzt. Und jetzt auch, hatten wir hier auch schon mal angesprochen, Platz 7, Planet der Affen, Prequel-Trilogie, also die Originalfilme. Und nee, jetzt, nicht die Originalfilme, dann Prequel ist ja, die sind die neuen. Prevolution, Revolution und Survival, ja, richtig? Die sind auch großartig. Jetzt Platz 6, also man kennt die Filme, aber das muss ich, jetzt können wir halt unseren Filmexperten testen. Was ist denn die Cornetto-Trilogie? Die hätte ich fast mitgebracht. Wenn ich sie gesehen hätte, aber ich finde das. Cornetto ist ihr. Habe ich mir fest vorgenommen. Okay. Fast, du weißt, was das ist? Ja. Prollo? Also von diesen komischen Engländern. Ja, da. Genau. Yeah. Edgar Wright oder so. Und einer heißt Wright. Und da ist dieser Hot Fuzz, das ist so eine Krimi-Variante. Dann haben sie hier diese Zombie-Geschichte drin. Shaun of the Dead. Und wie heißt der dritte? The World's End. Genau. Und der Witz, also, ach so, Cornetto, deswegen, weil immer irgendwo ein Cornetto-Eis auftaucht, diesen Film. Völlig sinnlos. Also, ich kannte das ehrlich gesagt nicht. Ich kenne alle drei Filme. Aber ich kannte das nicht unter dem Cornetto-Label. Habe ich mir aber definitiv vorgenommen, jetzt zeitnah zu gucken, aber OSS werde ich wohl noch vorziehen. Also Cornetto, ich kenne den dritten, kenne ich nicht mehr. Ich kenne nur den Shaun of the Dead und da ist die Schallplattenszene hervorzuheben, die ist so geil. Also das spricht für Vinyl. Auf jeden Fall gibt es so eine. Ich kann das jetzt schwer beschreiben, aber es geht um. Ja, kennt ihr die Filme überhaupt? Kennt ihr die? Ja, ich kenne die. Du kennst sie. Ja, ja. Du kennst sie nicht? Du kennst, dann weißt du, was ich mit der Schallplattenszene meine dann halt, wo sie die Schallplatten, also wo sie, also es geht ja um Zombies und die werden dann von Zombies angegriffen, sind im Garten, ist jetzt ein Gartenhäuschen und die schmeißen dann die ganze Zeit Schallplatten und köpfen die damit quasi mit den Schallplatten. Und, die sind aber auch saulahm, diese Zombies in dem Schorn. Und das Geile ist, sie diskutieren, während sie die Platten raussuchen, noch welche sie schmeißen und welche nicht. Das ist der wesentliche Punkt. Also sie schmeißen nicht jede Platte, weil das ist so schade, das geht nicht. Das ist großartig. Sehr schön. Und jetzt eine Trilogie, wo man auch, glaube ich, jeder Cineast sagt, hätte man heute auch gut unter ernsten Gesichtspunkten bringen können, Der Pate, 1 bis 3. Also da ist, glaube ich, jeder einfach richtig gut. Ich finde die sind alle Bombe. Dann Platz 4, Toy Story Trilogie, das ja auch inzwischen mehr ist als das. Platz 3 hatten wir schon, Star Wars. Platz 2, und da muss ich sagen, das hat mich echt überrascht, aber könnt ihr mir gerne widersprechen, Christopher Nolans Batman-Trilogie auf Platz 2. Also super erfolgreich in gute USA. Filme, aber die besten. Also der hat jetzt nicht nach Erfolg. Ich hatte auch eine Liste mit Erfolgreichste, da stand auch Herr der Ringe ganz oben. Aber also wenn man die Entfernung von Christopher Nolans Batman-Film zu den, was danach gekommen ist, ansieht, dann müsste er eigentlich Platz minus 100 sein. Also so viel besser. Nee, also ich kann es verstehen, dass man das hochrankt, wenn man Fanboy von DC ist, weil die Filme ja schon auch nochmal eine kulturelle oder einen kulturellen Turn rund um Comic-Verfilmungen gebracht haben. Ja? Also eine Ernsthaftigkeit da reingebracht haben, eine Realität, einen Realismus, der so vorher eigentlich nicht da gewesen ist. Ja. Also wenn man sich die Batman-Filme mit Michael Keaton zum Beispiel anguckt, dann wurde das ja immer klamaukiger. Danny DeVito als Pinguin. Dann ja, großartig. Ja, ja großartig. Also großartig in Form von, wenn man Comics mag. Aber das war ja dann... Michelle Pfeiffer als Catwoman war wirklich großartig. Das ist aber... Ja. Wir sind dann im Prinzip bei den drei... Die Kim Basinger auch dabei. Ja. Auch wieder bei dem Thema Dystopie. Das ist ja das, was du im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft so ein bisschen bemängelt hast. Sag mal, das ist schon auch... Also die Batman-Variante, die hier dann... Die ist schon auch eher dystopisch. Ja, da also wird das der Spaß ja auch. Also da ist es nicht mehr mit... Keine bunte Bildchen. Spielt da auch Inspector Gadget mit? Nicht direkt, glaube ich. aber gerade der dritte Teil, oder also eigentlich alle drei, aber der zweite ist natürlich das...
herausragende Ding, The Dark Knight. Der erste war schon sehr prägnant und der dritte macht auch wirklich überhaupt keine gute Laune, so insgesamt. Ja. Auch wenn da Catwoman mitspielt. Und jetzt habe ich den Namen der Schauspielerin. Halle Berry. Nein. Aber war das nicht? Nein, es ist, ja. Wer war denn Halle Berry? Halle Berry hat auch mal Catwoman gespielt, aber in einem eigenen Film. In einem separaten vermurksten Ding, was niemand sehen muss und möchte ever überhaupt. Nur weil war da Catwoman der Titel oder was? Ja, ich glaube schon. Ist doch egal, wer das war. Nee. Nee, das sind wir jetzt schon noch schuldig. Wir haben immerhin noch hier 17 Minuten auf der Uhr. Der Sommer will ins Bett. Man merkt das richtig, dem richtig an. Vielleicht ganz kurz abschließend, hättet ihr eine, wäre es euch überhaupt einfach gefallen? Du hast es ja gesagt, mit Zurück in die Zukunft. Es ist Anne Hathaway, Entschuldigung. Okay. Ach stimmt, ja. Ja, auch eine hübsche Frau, das stimmt. Allerdings. Hättet ihr eine Trilogie, die für euch über allem steht, so wo ihr sagt, das ist einfach meine, so mein Leben, irgendwas, wo ihr sagt, das sticht nochmal allen anderen irgendwo das Auge aus. Ganz kurz, wer war jetzt eigentlich Platz 1? Der Herr der Ringe. Achso, okay. Hatten wir, genau, Herr der Ringe war Platz 1 hier von ihm. Aufmerksamkeit wird belohnt. Ja, ist auch, bin kurz angenickt. Ist auch, nee, ich habe es gar nicht gesagt, weil ich dachte, ihr habt euch das noch gemerkt. Das kam das so selbstreferenziell vor einer Stunde. Aufmerksamkeitsspanne von TikTok. Bei Minute 4. Im Hintergrund floss noch Bier. Ja. Das ist ja jetzt hier Frau Rauscher. Ja, also nee, tatsächlich, was heute hier genannt worden ist, also Herr der Ringe, Zurück in die Zukunft, Matrix für mich ist schon nochmal irgendwie ein besonderes Ding. Aber auch Indiana Jones Pate, also da sind ja viele Sachen dabei. Star Wars nehme ich jetzt schon gar nicht mehr so als Trilogie wahr, weil es ja eigentlich ein Riesenkosmos ist und man ja da in so viele Ecken mittlerweile das Ganze ausleuchtet. Ja, da beginnt ja jetzt vor Weihnachten noch oder in diesem Jahr noch eine neue Serie. Ja, mit also ich als alter Grieche hätte gesagt, das ist eine Enealogie. Ja, also inzwischen. Unendlich Logie. Tautologie. Und es könnte mal eine Dodekalogie werden, nämlich 12 Teile. Wie dem auch sei. Dodi war also, das der Typ ist von. Der Henk hatte sich ja auch so ein bisschen in Richtung Serien schon orientiert. Ich muss mal sagen, diese Beschränkung, diese, ich würde sogar behaupten, künstliche Beschränkung auf Trilogien, ja, wir haben das jetzt hier zum Serien, zum Staffelbeginn gemacht. Das hat auch alles seinen guten Grund, ja, 3 ist so eine schöne runde Zahl, aber es gibt halt, also so diese, ich finde diese Mischform zwischen Serien und Filmen ja so, ich bin ja doch verkappter Trekkie, ja, und dieses so diese Universen, die sich da so bilden, ja, das, also im Fall von Star Trek ist es jetzt vielleicht die letzte Zeit so ein bisschen ausgeufert und in der Hinsicht auch so ein bisschen vergeigt, aber ja, diese Welten zu bilden, wo sich dann alles Mögliche abspielt, Film, Serie, beides parallel und nochmal das eine bezieht sich auf das andere, also das finde ich relativ interessant. Mhm. Ja, auch und schwarzer Kaffee und so. Unfassbar heißer. Schwarzer, dunkelschwarzer Kaffee. Bei mir ist tatsächlich so, sinnlos im Weltall. Ich könnte jetzt keine Trilogie hervorheben, also ich fand seinerzeit auch, weil ich den Hype halt so mitgekriegt habe, vom Alter her, das war halt Herr der Ringe, das fand ich halt auch spektakulär damals. Auch Zurück in die Zukunft ist auch so ein, was man halt irgendwie schon x-mal gesehen hat und dadurch sich so ein bisschen da heimisch fühlt. Nichtsdestotrotz finde ich es halt immer ganz spannend, auch dann nochmal zu gucken, was so Regisseurinnen und Regisseure dann so machen, also dass man da so ein bisschen dran bleibt. Also ich finde, bin jetzt kein Fan von Autorenfilmern oder sonst irgendwas, aber ich finde das eben am Beispiel von diesem Billy Wilder, weswegen ich den hervorgezogen habe, das ist halt, das finde ich schon auch gut, wenn man da so Leute kennt, die dann auch manchmal in unterschiedlichen Genres unterwegs sind, wie sie so ein Thema angehen. Also das mag so ein bisschen so eine Metaebene sein, aber das ist, das finde ich halt ziemlich spannend. Ich finde bei Trilogien oder auch bei diesen Mehrteilern immer oft die Gefahr, dass dann es dann irgendwann völlig redundant wird. Also es wird dann halt immer nochmal, die Kuh wird gemolken, das ist, sieht man jetzt bei Star Wars so, das ist mal besser, mal schlechter, das kann man so weggucken, da auch diese ganzen Serien, die da als Spin-off jetzt dann bei Disney laufen, und das ist alles schön und gut, das ist auch alles hochwertig gemacht und alles, da stecken sie Geld rein und Aufwand, alles fein. Marvel dasselbe in grün, das ist ja da, die haben das ja quasi nochmal das System
in eine andere Dimension gehoben, sag ich jetzt mal, was diese Verknüpfung und diese Weltenerschaffung und dieses ganze Universum, sie nennen es ja auch so, das ist schon auch spektakulär, also auch vom reinen Machen her. Also ich möchte dieser Kevin Feige, der ja da der Produzent hinter all diesen Marvel-Dingern ist, also von Iron Man über Avengers bis Black Panther und jetzt aktuell da Legende von Shang-Chi, sowas. Und was da alles läuft und die ganzen, da steckt der ja überall als Produzent dahinter. Völlig unterschiedliche Ansätze auch. Das ist übrigens, apropos Produzent und so, das hatte ich also bei der Vorbereitung auch gesehen. Ja. Bei den Top 10 Filmen, also erfolgreichste Filme, sind, glaube ich, 5 oder 6 Teile einer Serie. Also offensichtlich sind die auch extrem kommerziell erfolgreich. Ja klar, wenn das einmal funktioniert, funktioniert es halt auch zweimal oder dreimal, musst du halt noch sicherlich noch was reinstecken. Hollywood, ich meine, das ist ja auch nicht, das sind ja alles keine Kunstfilmer, die jetzt sagen, die wollen sich da dramatisch, künstlerisch verwirklichen, komme was wolle, sondern es geht letzten Endes um Geld. Und das ist ja erstmal nichts Schlimmes, wenn man es gut macht, ist das ja auch spannend, aber wie gesagt, ich finde dann eben so spannend, Regisseurinnen oder Regisseure zu verfolgen, wie die so Sachen angehen, manchmal auch Schauspieler, wenn sie sehr markant sind, also oder eben dann auch die Grenzen überschreiten, das ist Clint Eastwood, ist da ein Beispiel, der ist ja immer noch, der ist, schätze mal, 1,92 Jahre, dreht immer noch, kommt ein neuer Film raus von ihm und die werden nicht unbedingt schlechter. Das ist schon auch, das muss man sich auch mal reinziehen. Also das ist halt auch nicht, das ist schon auch spannend, sowas dann mal zu beobachten und sowas zu verfolgen halt irgendwie auch. Also ja, von daher. Es ist einfach ein sehr, sehr geiles Medium, ob jetzt als Trilogie oder nicht, sozusagen so eine Geschichte in einen Film, die heute vielleicht ein bisschen länger sind als damals, zu packen und zu Ende zu erzählen, in aller Regel, finde ich schon einfach geil. Also das ist auch das, was mich an, also ich bin inzwischen Serienfan geworden, Prollo, du hast ja gesagt, ne, Serien, so kommen dir zu kurz, ich war früher ein totaler Serienhasser, habe gedacht, das kann gegen Film nicht anstinken und da hat wirklich, da ist extrem viel passiert. Also ich finde, was der definitiv der Vorteil von Serien ist, dass man sich so bei der, bei dem ganzen Hintergrund, bei so den einzelnen Charakteren, so Randthemen einfach viel mehr Zeit lassen kann. Mhm. Ja, du und kannst so sie auch Film, weiterentwickeln. Also wenn man es jetzt nicht übergeigt, wie der Jackson mit seinem Hobbit-Scheiß da. Weißt du, da rennen die irgendwie 20 Stunden durchs Gebüsch und bis sie da ihren Blech in die Tonne werfen. So, weißt du, ich bin so für Fantasy nicht so zugänglich, wie man vielleicht durchhört. Ach, aber ein Trekkie. Das ist ja alles seriös und hat einen ernsthaften Hintergrund, ja. Aber davon ab. Wie funktioniert der Warp-Antrieb? Danke, sehr gut. Es funktioniert. Da gab es gestern eine Meldung, der ist der geht jetzt. Ja, also, der flummt mal jetzt. Ja, genau. Ja, aber das finde ich auch. Also ich finde dieses Serielle durchaus spannend. Ja. Also einfach, weil inzwischen da auch Geld reingesteckt wird. Und wir reden jetzt ja nicht hier von Derrick oder sonst irgendwas, sondern von wirklich ernsthaftem Kram. Also auf hohem Niveau. Also da sind ja auch, wie gesagt, gescheite Schauspielerinnen und Schauspieler, das sind auch die Drehbuchautoren, das ist alles schon echt auch auf hohem Level. Und das muss man sagen, das gibt es halt auch noch nicht so lange. Das ist aber letztendlich auch wir hatten ja gerade, Ben hat es gerade angerissen, das Thema Streaming. Ja, wenn der Stuss auf Kabel 1, Pro 7 oder sonst wo durchläuft und es einfach irgendwie im linearen Fernsehen, wir erinnern uns ja, schaltest es halt ein, läuft es auch durcheinander, weil sich einfach keiner dafür interessiert. Und mittlerweile hast du halt die Möglichkeit, Serien auch gezielt zu gucken. Ja, du musst es dir nicht mehr irgendwie auf DVD besorgen, sondern du kannst es halt einfach dann gucken, wenn es passt. Und dann kannst du es halt auch der Reihe nach durchgucken. Nochmal, nicht irgendwelche Kabel 1 Bumssender irgendwelche blöden Filme gucken. Alles scheiße. Ja. So, ich hab's ja nochmal gesagt. Um das nochmal ganz kurz zu flammen, mit zwei Fachbegriffen noch hier zu flankieren. Tatsächlich gab es ja in den 80er und 90er Jahren hauptsächlich sogenannte Procedural-Serien. Das waren eigentlich Serienfolgen, die in sich abgeschlossene Geschichten erzählt haben. Also sowas wie Knight Rider, Colt für alle Fälle, Trio mit vier Fäusten. Wobei sich die Persönlichkeit von dem Auto, finde ich, über die Serie hinweg doch deutlich
absolut, aber ausprägt, ja. Man konnte diese Serienfolgen einfach mal so reinsetzen. In die Reihenfolge völlig wurscht. Und das hat sich dann spätestens geändert, zum Beispiel bei Star Trek Next Generation, wo dann immer mal wieder einzelne Folgen einen größeren Bezug hatten. Oder Akte X. Ganz und der Lindenstraße. Die Doppelfolge. Die Lindenstraße, wo man okay, nicht das, continued hatte das und dann musstest du am nächsten Tag irgendwie wieder gucken. Ja. Aber ne, Leute, ganz ehrlich, sowas wie Lost beispielsweise ist ja noch so die letzte Serial-Serie, also wo es darum geht, dass man wirklich keine Sekunde verpassen darf und auch auf gar keinen Fall in der falschen Reihenfolge schauen weil darf. Weil es sonst keinen Sinn ergibt, oder weil was? Weil es null Sinn ergibt, es gibt auch so keinen Sinn. Ach so, aber, das deswegen. Das haben wir ja heute auf den Streaming-Diensten, das ist ja die Strategie, also die Menschen dazu zu bringen, die Zuschauer dazu zu bringen, immer wieder die nächste Folge zu glotzen, also einen Suchteffekt da reinzuziehen und die Technologie erlaubt es einfach, dass es auch geht. Also ich muss nicht wieder in den Saturn gehen und mir eine neue CD kaufen oder ich muss nicht warten eine Woche oder was weiß ich wie lange, bis was kommt, sondern wo bestellst du denn? Ich? Er meint im Fernsehen. Ach so. Bei Bonkers bestelle ich. Ach so. Ja. Ach so, ja, ja. Also ich muss ja sagen, jetzt um ihr auch noch mal kurz meine persönliche Note zur Frage, was ist die Super-Trilogie loszuwerden. Ich finde es ja total wichtig, also Filme sind für mich dann wertvoll und solche, die ich mir immer wieder angucke, wenn einzelne Szenen dann für mich plötzlich immer interessanter werden und wenn ich jetzt zum Beispiel mal, was oft genannt wurde, Herr der Ringe nehme, das ist ein unfassbar gutes Werk. Das ist super spannend, super gemacht. Aber ich finde, das ist als Ganzes super, ja. Während so was wie Zurück in die Zukunft oder Pink Panther oder auch viele andere Geschichten, da kann ich mir auch wirklich eine einzelne Szene und auch die Persönlichkeit des Schauspielers, wie der das gerade rüberbringt, dadurch, dass ich es mir öfter angucke, kann ich das immer besser finden. Das kann ich mir ehrlich gesagt beim Herr der Ringe nicht so richtig vorstellen. Ich kann es mir auch immer öfter angucken, weil es immer wieder spannend ist, weil es immer wieder qualitativ hochwertig ist. Aber es ist irgendwie eher als Gesamtwerk gut. Ich würde bei Herr der Ringe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da dann so einzelne Lieblingsszenen mir raussauge. Was ist denn mit dieser? Das ist irgendwie für mich nicht so mein Ding. Saruman, so you have chosen death. You shall not pass. Flieht, ihr Narren. Das war doch Monty Python, oder? Wo die da zu der Brücke kommen und der... Ja. Egal. Nee, aber ich glaube, das liegt einfach daran, wenn ich das sagen darf, es sind total unterschiedliche Filme. Herr der Ringe ergibt nur Sinn. Der ist ja nicht auf einzelne situative Kalauer aus, sondern der ist halt eine ganzheitliche Geschichte, ergibt nur Sinn in Gänze. Da kannst du eigentlich auch nicht aufhören nach dem ersten und sagen, ah, war ein schöner Film, weil dann willst du ja wissen, dass, ob die den Ring in den Topf schmeißen oder nicht. Und bei Nackter Kanone ist das halt zum einen anders und wir haben halt auch echt, weil das unsere Generation war, einen riesen Kult daraus gemacht. Also ich glaube, unsere Kids würden das anders sehen. Die sagen, ja, gut, gucke ich mir eine einzelne Szene an. Ja, sagt mir aber gar nichts. Vom Krieg. Opa erzählt vom Film. Ja, das sagt mir nichts. Bei uns beiden, da passieren ja, wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen und schmeißen uns da weg über so die Szenen mit den Libyern und was weiß ich. Ja, aber nicht nur, ich meine jetzt auch nicht nur Kalor. Also ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch irgendwie die Harry Potter Filme irgendwie 17 Mal gesehen, weil die Familie die immer guckt. Und das ist auch, würde ich auch schon mal einen Unterschied sehen zu zum Beispiel Herr der Ringe, wo da sind auch, was man da immer Neues noch entdeckt an einzelnen, durchaus auch einzelnen Szenen, das finde ich echt interessant. Also die Filme werden nicht schlechter dadurch, dass ich sie öfter gucke, muss ich auch sagen. Also. So, ich muss ganz kurz hier was Klassisches abfeuern, weil wir haben es echt geschafft, nicht eine Stunde, sondern jetzt schon die zweite Stunde zu überziehen. Und Doppelfolge. Und schade, dass wir keine dritte schaffen, aber Trilogie. In 4 Minuten ist die Speicherkarte voll. Das haben wir noch nie gehabt. Ich habe die extra vorher gelöscht. Ich habe es noch gesagt am Anfang. Ja, ja, ja. Da wurde ich noch ausgelacht. Na, ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich stelle fest, der Beef ist im Beefhole
schön gesellig. Das gefällt mir gut. Der Prollo hat heute, weil wir die Katze nicht reingelassen haben, keine Schniefnase. Der Sommer ist auch viel netter, seitdem wir im Warmen sind. Und der Liebe ist aufgetaut. Ist aufgetaut quasi. Was der hier für ein Bild von mir zeichnet. Ja, du bist halt sonst so eine olle Motznase. Und das sagt derjenige, der mich hier angegrölt hat, dass ich einen viel zu langen Beitrag gemacht habe, der voll lustig war. Viel zu langen, unglaublich. Scheiße. Ich als Outsider, ich sehe hier deutlichen Therapiebedarf in der Gruppe. Ja, wir müssen mal hier, also genau. Müssen eine Psychologin mal dazu ziehen. Und weil das so ist, bist du bis auf Weiteres hier unser Lieblingsgast. Ne? Du hast das jetzt sogar in Schokoladenform. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Season, voll in die Presse. Da kommst du bestimmt gern nochmal vorbei. Wir haben ja auch immer noch das Ding offen bei dir am Lagerfeuer. Machen wir aber so im Sommer. Tendenziell im Sommer. Und für jetzt müssen wir echt Schluss machen, sonst endet das hier viel zu abrupt. Ist einem das Wortspielchen aufgefallen? Englisch, Summer und Summer? Ja, ist es. Gut, dann ist ja schon mal schön. Ich dachte, es wäre durchgegangen. So, nimm doch eine Frau Rauscher. Ich möchte noch was zur RTL sagen. Nee, aber ist Bums. Komm, ist gut, sonst müssen wir bei Spotify nachzahlen. Okay, Bumsfallerrad, tschüss. Macht's gut. Bis dann.